Salvete Discipuli, ich grüße euch. Willkommen zu unserem Freitag-Stream. Heute spielen wir mal wieder Immortals Fenyx Rising. Zum zweiten Mal, jetzt diese Woche. Staffel 3 startete ja am Dienstag. Und ja, heute machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Nämlich am Königsgipfel. Das ist ein eigener Bereich der Karte, wo wir noch gar nicht so wirklich waren. Und den müssen wir uns zu eigen machen, erobern, die Aufgaben dort lösen, die Rätsel dort lösen. Ihr werdet gleich sehen, wie das Gebiet dort ausschaut. Schaut doch ziemlich interessant aus. Gut. Ja, genau. Wie geht's euch denn so? Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gut durch die Woche gekommen. Heute beginnt ja das Wochenende. Ich hoffe, für euch auch. Ich weiß nicht, müsst ihr Samstag und Sonntag arbeiten? Oder ist für euch jetzt Wochenende? Also ich werde auf jeden Fall morgen Nachhilfe geben, aber nur nachmittags 1-2 Stunden. Das ist jetzt nicht so unglaublich viel, aber ja, trotzdem ist es Arbeit. Ne? Guten Abend, Xag. Schön, dass du da bist. Freut mich. Ein freies Wochenende vor dir. Das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Am Sonntag übrigens, Sonntag 14 Uhr, werden wir ja wieder Magic the Gathering streamen. Das ist schon wieder soweit. Die 2 Wochen gehen immer ratzfatz rum. Ich bin gespannt. Da draften wir. Da draften wir mal wieder schön. Neo. Ja. Kavigama. Ist das schon bald wieder soweit, dass das neue Set rauskommt, oder? Wann kam denn Kamigawa raus? Ich weiß es schon gar nicht mehr. War das im Januar oder war es im Februar? Naja. Also mir kommt es vor, als wäre es schon ziemlich lang her. Und dass wir schon bald wieder ein neues Set haben werden. Aber ich kann mich auch täuschen. Wahrscheinlich täusche ich mich. Das neue Set kommt erst irgendwann im Juni raus. Ich weiß es nicht. Aber irgendwann kommt ein neues Set raus. Das ist bei Magic immer so. Irgendwann kommt ein neues Set raus. Ich trinke übrigens heute ausnahmsweise mal wieder Tee, wie ihr hier seht. Weil ich habe mir ein paar Kappa-Tees gekauft. Kappa ist so eine Teemarke, die hochwertigeren Tee herstellt, sage ich jetzt mal. Also jetzt nicht mega hochwertig, aber schon ein bisschen hochwertiger. Und den Tee, den ich jetzt gerade trinke, ist Früchtetee, Cranberry und Himbeere. Ich weiß nicht, Cranberry, gibt es da überhaupt ein deutsches Wort dafür? Weil Cranberry ist ja eigentlich ein englisches Wort aus Amerika. Cranberry, die Granbeere. Granbeere und Himbeere. Ja, genau, dann würde ich vorschlagen, wir springen mal rüber ins Spiel und dann zeige ich euch erstmal, was wir noch machen wollen. Preiselbeere vielleicht. Cranberry, ist Cranberry Preiselbeere? Ist das das gleiche tatsächlich? Weiß ich gar nicht. Wenn es das gleiche ist, dann ja. So, also rüber ins Spiel. So, warum ich mich gerade so komisch gestutzt habe, habt ihr ja vielleicht vorher gemerkt, ist, dass hier steht, dass wir den Helm nochmal upgraden können, glaube ich, oder? Steht das nicht da? Doch, wir müssten den Helm eigentlich upgraden können. Ich gehe mal, wir sind ja gerade noch in der Höhle der, oder, also dem Hain der Götter, nicht der Höhle der Götter, dem Hain der Götter. Ja, tatsächlich, wir können den nochmal upgraden, den Helm, hier. Genau, dann machen wir das auch. Und nochmal, jetzt können wir es aber nicht mehr, ja. Also sind wir hier schon auf Stufe 4, das bedeutet, erhöht die Vorteilseffekte von Rüstungen und Helmen. Okay. Und hier erhöht die Vorteilseffekte von Waffen. Na gut. Jetzt schmieden wir wieder ein bisschen. Das habe ich irgendwie übersehen beim letzten Mal, als wir letztes Mal hier den Stream beendet haben. Da war es aber auch schon spät. So, oh, schaut mal, das ist eine kleine Statue, eine kleine Puppe von Hephaistos. So, wir werden jetzt mit Schnellreise natürlich verreisen. Achso, was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ach, ich bin auch so ein Trottel. Ich habe eine neue Frage des Tages eingegeben, aber es ist eine CK3-Frage, weil ich absolut nicht auf dem Schirm hatte, dass wir heute überhaupt nicht CK3 spielen. Also ignoriert diese Frage einfach. Wie kam ich auf die Idee, eine CK3-Frage zu machen gestern? Ich saß gestern da und habe eine tolle Frage des Tages überlegt und mache eine CK3-Frage. Das musste er auch erstmal irgendwie hinbekommen. Also total dämlich. Naja. Egal, einfach ignorieren. So, hier in den Königsgipfel müssen wir. Und ihr seht, wir müssen hier auch erstmal diese Wolkenformation aufdecken.
Das machen wir, indem wir auf diesen Adler hier klettern. Und das werden wir jetzt als allererstes machen. Also die Frage ist gut, aber ist absolut unpassend, weil wir jetzt Immortals Fenyx Rising spielen. So ein Quatsch. Warum sind wir da gerade in der Luft geschwebt? Kann man das mal einer erklären? Na gut. So, hier in 150 Meter Entfernung ist eine Truhe. Die können wir uns vielleicht mal holen. Hier ist der Adler. Seht ihr ihn? Da oben ist er. Da oben ist der Adler. Ja, toll, jetzt muss er wieder hoch. Die können sich auch nicht entscheiden. Da drüben ist die Truhe, glaube ich. Kann das sein? Ist das die Truhe? Da sind nämlich zwei. Ja, ich glaube, das ist die Truhe. 50 Meter Entfernung. Oh, schaut mal. Schaut mal. Schaut mal. Wow, guck mal, das ist doch mal ein Reittier hier. Krasse Geschichte. Ich möchte auf jeden Fall sofort mal drauf reiten. Wow. Wow. Krass. Krasse Geschichte. So, jetzt wieder runter. Ich muss nämlich da hochklettern. Kann man da durchgehen durch den Wasserfall? Nö. Sah nur so aus. Na gut. Ja, wir werden schon hochkommen. Wir sind ja fit. Wir sind ja voll fit. Ein lila Elch, habe ich schon zu viel getrunken? Nein, nein, du hast nicht zu viel getrunken. Da war tatsächlich ein lila Elch. Da haben wir ein bisschen was aus den Truhen rausgekommen. Hier in 70 Meter Entfernung und da oben muss auch noch mal eine Truhe sein. Dann wollen wir mal da hoch marschieren. Ist ja fast wie rosa Elefanten, ja genau. Grüß dich, Spencer, schön, dass du da bist. So, noch 40 Meter. Oh, da oben ist wahrscheinlich ein Rätsel. Oder es kann auch ein Kampf sein, weil das ist, glaube ich, das Zeichen für eine bewachte Truhe, ne? Schauen wir mal. Ja, schaut mir nach einem Rätsel aus. Hier ist ein Geist. Hier sind so komische Zeichen. Okay. Haben jetzt übrigens auch Elden Ring besorgt. Ah, cool. Sehr schön. Wofür? Für den PC? Für eine Konsole? Für was hast du es dir besorgt? Also hier ist nichts. Hier ist eine Fliege. Wundert euch nicht, warum ich mit der Hand so ein bisschen hin und her wedle. Wenn man viel spricht, ist so eine Fliege sehr unangenehm, weil sie nämlich die Tendenz hat, an den Mund zu fliegen. Und das ist nicht so praktisch. So, toll. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Aha. Vielleicht müssen wir darüber. Vielleicht müssen wir darüber. Es kann sein, dass die zusammenhängen, diese beiden Bereiche. Und hier ist ja dann definitiv ein Kampf angesagt. Ich sollte lieber das hier machen. Das ist sehr viel sinnvoller. Gibt nach dem Abendbrot sogar noch leckeren Kuchen. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Kannst du da einen vorbeibringen, Spencer? Ja, ihr wisst ja, ich bin auf Diät, leider. Oder, naja, ich nehme aber wieder ab. Ich würde es jetzt nicht unbedingt Diät nennen wollen. Diäten sind meistens so kurzfristige, unerfolgreiche Sachen. Das Problem ist, ich kann es noch nicht spielen. Mein PC schafft das ja nicht mehr. Da habe ich mir eine Xbox bestellt und die ist noch nicht da. Okay. Die Frage ist, warum gehen denn warum gehen unsere Emotes nicht mehr?
Professor 645 LOL. Müsste doch eigentlich gehen. Komisch. Ich probiere auch mal einen LOL zu setzen. Hier. Schau, wie es bei mir ausschaut. Bei mir funktioniert's. Bei dir werden die angezeigt. Okay, ja gut. Wenn sie bei dir angezeigt werden, ist ja gut. Bei mir werden sie nämlich irgendwie nicht angezeigt. Jetzt vergleichen die hier ihre Flügel, die zwei. Bei mir werden sie nämlich irgendwie nicht angezeigt. Und das hatte ich mir schon Sorgen gemacht. Aber wenn sie bei dir angezeigt werden, ist ja alles gut. So, da haben wir einen Kampf. Ah ne, wir haben noch nicht alle bekämpft. Da ist nämlich noch einer. Ich sehe sie auch. Okay, Spencer sieht sie auch. Na gut, dann ist der Fehler bei meinem OBS offensichtlich. Ich schaue mal, ob sie im anderen Chat angezeigt werden. Nee, im anderen Chat, also auch hier auf meiner Twitch-Seite, werden sie auch nicht angezeigt. Aber wenn sie bei euch angezeigt werden, ist alles gut. Dann liegt es irgendwie an meinem System. So, also, hier haben wir jetzt die Möglichkeit. Ah, hier müssen wir uns draufstellen. Ich verstehe schon. Also, da müssen wir hier mal unseren Doppelgänger draufstellen. Oder? Müsste doch so funktionieren. Wir stellen uns dann hier drauf und dann schießen wir. Aber das ist, doch, das müsste funktionieren. Aber jetzt erstmal der Chat. Also, das könnte ein wenig dauern, Ernährungsanpassung zur Gewichtsreduktion. Ja, das dauert auch. Aber naja, ich habe ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit, bevor es zu spät ist. Genau, bezog sich aber auf Dominik. Das ist der richtige Weg, eine Diät bringt nicht viel. Ja, genau. Genau. Naja, nee, ich glaube, das weiß gesagt schon, dass es sich auf mich bezieht. So, was wollte ich noch sagen? Genau, mit dem Kuchen, ne? Und genau, mit der Xbox. Ja, die Xbox. Hört sich gut an. Ich hoffe, dass die bald kommt. Warum hast du dich für eine Xbox entschieden und nicht für eine Playstation? Hat das bestimmte Gründe? Oder ist das Zufall? Oder nur die Verfügbarkeit? Oder persönliche Vorlieben? Oder was steckt dahinter? Ist hier noch was? Schaut mal, hier ist noch ein Hebel. Was brauche ich denn den jetzt wieder? Sagt mir bloß nicht, ich muss jetzt innerhalb der Zeit... Nee. Das ist ja überhaupt nicht möglich, darüber zu kommen innerhalb der Zeit. Keine Ahnung, was dieser Hebel ist. Keine Ahnung. Aber wir haben es ja geschafft, also von dem her brauchen wir den Hebel wahrscheinlich gar nicht. Wir brauchen den Hebel, wenn man da drin gefangen ist in dem Ding. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, wahrscheinlich ist es so. Okay, also die Kiste haben wir geholt. Dann gibt es hier nochmal ein Ambrosium da drüben. Aber sehr viel weiter oben. Wo ist denn dieser Adler? Da drüben ist der Adler. Okay, da müssen wir hin. Dann würde ich fast vorschlagen, warte mal, ist da... Da ist auch nochmal eine Kiste. Haben wir die schon getrackt? Die haben wir schon getrackt. Gut. Da hinten ist ein Ambrosium, 760 Meter Entfernung. Okay. Zwei Gründe. Erstens habe ich nirgends eine PlayStation bekommen und zweitens mein Bruder und Neffe haben eine Xbox, da hat sich das angeboten. Ja, okay. Aber gibt es nicht inzwischen auch die Möglichkeit, irgendwie Cross... Was ist das? Cross Generation zu zocken? Ich weiß nicht, da gibt es so einen Fachausdruck, der fällt mir gerade nicht ein. Also, dass man sozusagen verschiedene Systeme verbindet. Dass man mit der PlayStation und der Xbox spielen kann. Also, dass jemand mit der PlayStation mit einem mit der Xbox spielen kann. Irgendwie so. Ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Ach, komm jetzt. Wirf das Chat-Ding da weg. Und jetzt holt ihr das. Das kann keiner mehr zu schwer sein. So. Wir gehen zum Adler. Ich wollte nur gucken, was hier noch ist, weil hier extra so ein Weg ist. Aber ich glaube, der führt woanders hin. Da müssen wir jetzt im Moment nicht hin. Wir müssen zum Adler. Der ist dort. Und schaut mal, das schaut mir aus wie so ein Nordlicht. Seht ihr das auch? Krass. Gute Idee. Mein PC hätte mit diesem coolen Spiel Elden Ring auch ein Problem. Ja, definitiv. Hab vor einigen Jahren auch mal meine Ernährung umgestellt und inzwischen sind 45 Kilo runter. Wow. Xag. Kannst du sagen, so ungefähr, also kannst du in kurze Worte fassen, was du genau umgestellt hast? Kein Alkohol mehr oder keine Süßigkeiten mehr
Oder mehr Gemüse oder mehr Bewegung? Oder in welche Richtung hast du es gemacht? Schon mal Respekt auf jeden Fall, dass du so viel abgenommen hast in den letzten Jahren. Krass. Wir hängen hier irgendwie fest. Durch die Bäume kann man nämlich nicht durchfliegen. So, hier habe ich nämlich noch was gesehen. Noch eine Truhe. Sehr schön. Ja, in diesen Wäldern ist ziemlich viel versteckt. Da muss man aufpassen, dass man da nicht vorbeiläuft. Da unten ist nämlich auch noch was. Seht ihr das? Bernstein. Also hier gibt es viel Bernstein. Hier gibt es extremst viel Bernstein, tatsächlich. Man sieht den aber nicht so leicht, weil hier immer wieder so Feuer zwischendrin sind. Naja. So, der Vogel ist hier, ne? Ja, genau, der Vogel ist hier. Oh Gott, wer ist denn hier? Ich habe keine Angst vor dem Vogel. Also vor dem. Ich komme so durcheinander mit der Steuerung von Elden Ring gerade. Das ist echt nicht mehr feierlich. Guck mal, der Baum ist umgefallen, weil wir den Typen dahinter geschleudert haben. Und da wurde ein Bernstein sichtbar. Das ist eine richtig gute Sache. Respekt finde ich auch. Echt Respekt. Also so gut wie kein Alkohol mehr. Süßigkeiten gönne ich mir nur noch mal am Wochenende. Eine Kleinigkeit und vor allem kein Fastfood mehr. Respekt. So 10 Kilo noch, dann habe ich mein Ziel erreicht. Die sind aber schwer. Ja, das glaube ich. Je mehr man abgenommen hat, desto schwerer ist es natürlich weiter abzunehmen. Also ich habe mir ja kurz mal überlegt, ob ich nicht vielleicht hier im Chat also ob ich nicht hier auf meinem Kanal so eine kleine Nachricht einblenden soll, wie viel Kilo ich noch habe, wie viel ich abnehmen will und so. Also quasi mir selber so ein bisschen Druck zu machen, auch dran zu bleiben, indem ich das hier so öffentlich hinschreibe. Aber irgendwie war ich mir unsicher, ob ich das wirklich machen soll. Da ist eine Kampftruhe. Lass uns die mal machen. Also quasi momentaner Startgewicht, momentanes Gewicht und Zielgewicht. Also sinnvoll wäre es wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht, ob das hier Platz hat bei uns im Chat. Also ob das irgendwie hier auf dem Kanal irgendwie blöd ist oder ob das sinnvoll ist, ich weiß es nicht. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Tatsächlich. Deswegen habe ich es mal nicht gemacht. Aber sinnvoll wäre es wahrscheinlich schon, weil ich mich dadurch wahrscheinlich ein bisschen mehr unter Druck setzen würde, auch dran zu bleiben an der Abnahme. Na, ist der immer noch nicht tot? Ja, sag mal. Der muss aus Stahl sein. Jetzt haben wir ihn. Dominik, lass das. Das setzt dich bloß nur unnötig unter Druck. Ja, das wird wahrscheinlich richtig sein. Da hast du recht. So. Ja, ich nehme ja mit Weightwatcher ab. Das habe ich euch ja schon erzählt, ne? Und da gibt es ja auch diese Gruppentreffen. Zu denen gehe ich aber nicht. Mit diesen Gruppentreffen hast du halt auch diesen Druck, diesen Gruppendruck. Weil du wirst halt gewogen, also wirst jetzt nicht öffentlich gewogen. Aber du wirst gewogen, also meine Mutter hat das gemacht, deswegen kenne ich das. Du wirst gewogen und dann erfahren halt alle dein Gewicht, beziehungsweise wenn du halt gut abgenommen hast, erfahren das halt alle. Und die Gruppenleiterin erfährt halt dein Gewicht jedes Mal beim Wiegen, weil sie wiegt dich und trägt das dann ein. Also von dem her ist es halt dann so ein Gruppendruck, der da vielen hilft. Also ich weiß nicht, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin eher so der das alleine mit App macht und so. Aber ich habe gehört, dass gerade dieser Gruppendruck natürlich vielen Leuten hilft, an der Stange zu bleiben oder dran zu bleiben. Deswegen war die Idee, das hier in den Chat mit zu integrieren oder in unseren Stream. Da hinten ist auch noch irgendwas. Habe ich das schon aktiviert? Das habe ich auch schon aktiviert. Gut, ich gehe jetzt mal zu dem Adler da hoch. Ich bin hier voll auf Ablenkungstour. Das ist nicht gut. Wir müssen mal auf unserem Ziel fokussiert bleiben. Also da oben ist der Adler, da geht's jetzt hin. Dafür hast du die WW-Gruppe. Ja, das stimmt, aber die habe ich ja nicht. Ich gehe nicht zur Gruppe. Ich habe ja nur die App.
Also ich hatte fast 130 Kilo bei nur 1,73 Zentimeter. Das war definitiv zu viel. Ja, das stimmt. Da ist jeder anders. Die Gruppendynamik kann auch helfen. Ja, das ist richtig, aber ich glaube, mich würde das mehr stressen, das auch immer dahin zu gehen. Also ich bin vom Typ her, bin ich eher so ein bisschen sozialphob, ja. Also ich bin jemand, der keine großen Menschenmengen mag und auch auf Partys sich unwohl fühlt oder auch auf so Weihnachtsfeiern auf der Arbeit oder sowas. Ich hasse sowas. Ich mag das gar nicht. Ja, ich fühle mich da extrem unwohl meistens. Deswegen gehe ich auch nicht mehr auf Partys. Also ich vermeide wirklich auf Partys zu gehen, so gut es geht. Weil ich mich da total unwohl fühle und überhaupt nicht. Ja, also es ist wirklich wie ein Besuch beim Zahnarzt ungefähr, kann man sich das vorstellen. Ja, ich weiß, es klingt total merkwürdig, weil die meisten Leute super gerne auf Partys gehen und das total toll finden. Aber ja, ich bin halt so gebaut. Jupp, da bin ich ähnlich, mag auch keine großen Menschenmengen mehr. Ja. So, wo ist denn der Adler? Ich glaube, wir sind schon direkt drunter, oder? So ungefähr zumindest. Ich sehe durch den ganzen Schnee sehe ich gar nichts mehr. Unsere Aufgabe ist es ja, auf den Berg nach oben zu gehen und da unserem Bruder zuvorzukommen. Das ist unsere Hauptaufgabe hier in diesem Gebiet. Jetzt kommt eine ganz schön krasse Musik hier. Hört ihr die auch? Ja, ich glaube schon. War früher viel auf Konzerten oder im Fußballstadion, aber inzwischen mag ich das nicht mehr wirklich, okay? Ja gut, das ändert sich halt auch, ne? Das hat aber jetzt nichts mit Corona speziell zu tun, oder bei dir? Weil es ist natürlich auch so, dass viele Leute durch Corona Angst vor anderen Menschen bekommen haben und sich überhaupt nicht mehr in der Gegenwart von anderen Menschen gar nicht mehr sicher fühlen. Also richtig pathologisch muss man das eigentlich schon einschätzen. Ne? Also so richtigen, ja. Corona-Nachwirkungen, da ist der Adler, da ist der Adler. Da müssen wir hoch. Ich kletter mal weiter. Also ich fühlte mich eigentlich schon immer auf so Partys und so eigentlich schon immer unwohl, auch als Jugendlicher. Das war irgendwie nie so meins. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin eh von der Art so jemand, der irgendwie immer ständig Angst hat, was Falsches zu machen, was Falsches zu sagen, was Falsches angezogen zu haben und so weiter. Also inzwischen ist mir das relativ egal mit dem falschen Anziehen, weil ja, mit dem Alter legt man das, glaube ich, ab. Und wir sind ja alle nicht mehr so die ganz Jüngsten. Aber trotzdem, die Scheu vor Partys und auch die Abscheu von Partys, die ist geblieben. So, jetzt haben wir es geschafft, wir sind auf dem Adler. Als der kalte Wind in Phoenix Ohren pfiff, musterte er den riesigen Berg. Oh ja, der ist echt riesig. Da sind wir hoch. Bei Facebook gibt es auch WW-Gruppen, tatsächlich. Spencer mag auch so viele Menschen auf einen Haufen nicht. Okay. So, jetzt haben wir das Gebiet freigeschaltet. Schaut euch das an. Schaut richtig schön aus, ne? Schaut aus wie ein schönes Schneegebiet eigentlich. So wie ein richtig schönes Skigebiet. So ein Skigebiet in den österreichischen oder Schweizer Alpen. Ja, richtig lustig. Nee, nicht wegen Corona. Ich mag einfach die Menschenmassen nicht mehr. Hatte ich auch schon vor Corona, ja. Ich kann es gut nachvollziehen. So, hier müsste gleich irgendwo nebenan die Lyra sein, aber wir haben noch keine Ding. Ich würde fast vorschlagen, wir machen erstmal die Hauptaufgabe. Auf den Berg hochzusteigen. Hier, diese Hauptaufgabe. Ich würde sagen, die machen wir zuerst. Und dafür werden wir uns, wenn wir dran vorbeikommen, die anderen Aufgaben auch schnappen. Das ist doch eine ganz gute Geschichte. Wenn wir so dran vorbeikommen, übernehmen wir die anderen Sachen auch. Ist da unten auch noch was? Schaut nicht so aus, ne? Ich kann noch ganz kurz gucken, ob ich da was übersehen habe. Nee, also hier ist ein Kessel der Kirke. Aber übersehen haben wir da unten nichts. Dann können wir nämlich da einfach rüberfliegen. Ja, hier ist dieses. Wie habe ich vorher gesagt? Polarlicht, ne? Genau.
Hier sind diese Polarlichter. Aber übrigens auch sehr coole Flügel, muss ich immer wieder sagen. Die schauen richtig cool aus. So, da müssen wir hoch. Ach du meine Güte. Da haben wir uns aber mal wirklich eine Aufgabe geholt. Oh, und jetzt ist auch noch kalt. Es ist so kalt. Keine Sorge, Phoenix. Meine Leidenschaft entzündet die Feuer über dir. Wärme dich nur an ihnen. Könnte ich vielleicht auch etwas von dieser brennenden Leidenschaft haben? Nicht einmal, wenn du Adonis, Achilleus und Herakles bei einer Orgie auf einem Pegasus aus Regenbogen wärst. Das inspiriert zweifellos eine Skulptur der Verzweiflung. Okay. Mehr wird dir diese Unterhaltung auch nicht einbringen. Also ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Uns wurde angezeigt, dass wenn wir in Kältezonen sind, wie hier jetzt zum Beispiel, dass wir dann permanent Ausdauer verlieren. Also da müssen wir aufpassen. Und das ist offensichtlich gar kein Nordlicht, was wir hier sehen, sondern das soll diese Kältezone darstellen. Ja. Da hier eine Kältezone ist und wir dann hier also offensichtlich nicht hochkommen, müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Ich glaube, so ist das auch gedacht, dass man dann eben einen anderen Weg sich suchen muss. Ja, so leicht wird es nicht werden, auf den Berg hochzukommen, offensichtlich. Sind wir jetzt wieder in der Kältezone? Nein. Ja, wir probieren mal hier hochzukommen. Jetzt sind wir wieder in der Kältezone, oder? Ne, immer noch nicht. Okay. Ich war nur kurz unsicher, weil es so blau geworden ist. Boah, schaut euch das an. Schaut euch das an hier. Das schaut echt cool aus. Jetzt sind wir in der Kältezone, okay. Hier können wir uns aufwärmen, oder? Ja. Okay, also in der Kältezone gibt es offensichtlich dann immer mal wieder so Aufwärmzonen von Aphrodite. Die Frage ist, können wir das zum Beispiel abschießen? Nee, können wir nicht. Das ist wahrscheinlich hier durch. Tauchen? Oh nein. Okay. Ich merke schon. Dann renne ich mal. Nein! Der falsche Taste. Schwimmzug, ne? So, genau. Ah, jetzt sind wir raus. Jetzt sind wir raus aus der Kälte, sehr gut. Wir sind raus aus der Kälte und haben dieses Gebiet hier erreicht. Krass. Die Grafik ist cool, mega cool, ja. Lass dich nicht von ihm aufhalten, Phoenix. Du schaffst das. Okay, krass. Also die Spitze des Berges zu erreichen, ist offensichtlich doch eine ganz schwierige Aufgabe. Da hinten ist irgendein Monster. Da hinten ist ein Monster. Und hier sind auch wieder Flugpiraten. Er steht glücklicherweise hinter der Säule, sodass er uns nicht treffen kann. So, der andere hat sich uns nicht genähert. Da ist auch noch eine. Da oben muss irgendwo noch was für uns sein. Interessant. Okay, hier ist noch jemand, der uns gern Hallo sagen möchte. Und da auch. So, sehr schön. So einfach wie gedacht wird das nicht. Ja, das ist tatsächlich richtig. Ah, wir sind hier bei einer Sternbild-Herausforderung. Dann können wir die ja gerade mal machen. Erstmal alle Feinde besiegen und dann die Sternbild-Herausforderung machen, würde ich sagen. Da ist ein Kessel der Kirke, oder? Schaut zumindest so aus. Nee, ist keiner. Sehr schön. Gut. Dann müssen wir hier wieder diese Dinger suchen, diese Kugeln. Aber ich frage mich erstmal, wo überhaupt die Plattform ist. Ist die hier? Ja, hier ist die. Hier ist die Plattform. Okay, zwei Kugeln liegen schon. Zwei Kugeln liegen schon, davon aber nur eine richtig. Das heißt, die Kugel liegt nicht richtig. Die legen wir mal hier hin. Aber wahrscheinlich brauchen wir die gleich nochmal, um irgendwas freizuschalten. Drei Kugeln brauchen wir dann also noch.
Fliegefuchs ist eindeutig der schönere Begriff. Ja. So. Kommen wir da durch? Ist irgendwie hier zugefroren, ne? Krasse Geschichte. Okay, hier gibt es ein paar Äpfelchen. Also einer ist da drin. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Hier drin ist einer dieser Dinger. Wahrscheinlich müssen wir hier tauchen. Probieren wir es doch mal. Ich probiere mal hier lang zu kommen. Das war deine Wortschöpfung. Ja, Fliegefuchs. Okay. So. Wo sind wir denn jetzt hier, bitteschön? Und wenn ja, wie viele? Dann könnte ich hier hochklettern, aber bringt uns das was? Bringt uns das auch nicht wirklich viel, ne? Hilfe, wir sind in einer Höhle, aber ich weiß nicht warum. Aber wir müssen hier weiter, okay. Wir müssen hier weiter. Tauchen. Ich glaube, wir müssen die hier wegräumen, die Felsen, kann das sein? Wie schaffen wir das denn? Ah, schaut mal hier. Wir müssen irgendwie diese Felsen wegräumen. Können wir die wegräumen? Vielleicht sollen wir hier draufsteigen. Hallo? Können wir hier draufstellen? Geht nicht. Können wir uns hier vielleicht draufstellen? Ja. So, und jetzt können wir die wegräumen, ne? Genau. Nach da rüber schmeißen. Müsste eigentlich schon reichen. Ja, sehr gut. Auftauchen. Jetzt haben wir irgendein Tor aufgemacht, ne? Wahrscheinlich ist das Rätsel jetzt gelöst, okay. Wieder raus. Okay. Gut, dann hier raus. Halt, du warst schon auf dem richtigen Weg. Alles richtig. So, ist die Kugel frei? Ja, die Kugel ist frei. Boah, so im eiskalten Wasser und jetzt im Schneesturm. Der muss ja krank werden, der Junge. Phoenix, du tust mir wirklich leid. Du, was du alles hier erdulden musst. So. Also. Da oben links. Sehr gut. Hier irgendwie in 80 Meter Entfernung, da oben auf dem Kopf von dem Typen wahrscheinlich, gibt es ein Ambrosium. So, dann da drüben ist noch eine Kugel. Wie kommen wir an die ran? Ah, da brauchen wir irgendwas Schweres hier. Okay. Da brauchen wir hier was Schweres. Ich verstehe. Wo kriegen wir da was Schweres her? Ah, hier ist auch noch was zum Anzünden. Oh, ich sehe schon, hier ist wieder so ein... Hier war wieder so ein Kälteding. Wir müssen das da oben anzünden. Das müssen wir doch eigentlich da ganz gut hinkriegen, wenn wir das hier nutzen, oder? Das müssen wir doch hinkriegen. Wo ist es denn jetzt? Ich sehe es nicht mehr. Hallo? Da ist es schon. Ja, ja, wir waren schon richtig. Da oben war es doch, oder? War das nicht da oben? Nee, da. Ich habe es irgendwie verloren, wo das war. Da oben brennt eins auf jeden Fall. Ah, jetzt sehe ich es wieder. Ich sehe es wieder, okay. Es war ein Stockwerk weiter unten. Ich hatte es nicht ganz auf dem Schirm. Da ist es. So, brennt es jetzt? Ja, brennt. Und es hilft uns, weil wir jetzt nach oben kommen, ne? Genau, weil das ja sozusagen unsere Aufwärmstelle ist.
Boah, also das Level hier ist echt schwierig. Also ich meine mit diesen ganzen Königsgipfel hier, den wir gerade versuchen zu erklimmen. Echt schwierig. Okay, da drüben ist auch so ein Ding. Ich weiß noch nicht genau, wie das gedacht ist. Aber ich schätze mal, wir sollen hier hoch. Dann darüber. Und uns hier aufwärmen, oder? So. Ich finde das auch irgendwie unübersichtlich. Ja, absolut. Und dann sollen wir darüber. Ah, da drüben. Schaut mal, da drüben ist das Ding. Da drüben ist der Kasten, den wir holen sollen. Gut. Problem ist aber, wenn wir jetzt hier hochgehen, sind wir wieder in dem Eisbereich, ne? Ha, wir haben ihn. Wir haben ihn. Er ist mir leider noch runtergefallen, aber es ist nicht so tragisch. Wir holen uns einfach wieder hoch. So, drauf und die nächste Kugel ist fertig. Da fehlt uns nur noch eine. Sehr schön. Gut, die muss hier hin, tatsächlich. Juhu, sehr gut, wunderbar. Und die letzte Kugel wird wahrscheinlich hier irgendwo sein, schätze ich. Schätze ich. Da hinten, ja, schaut mal. Das schaut doch ganz gut aus. Wir kommen hier nur leider nicht rein. Doch, wir kommen rein. Da ist die Kugel. Da ist die Kugel. Und da müssen wir tauchen, ja. Da müssen wir tauchen, um reinzukommen, offensichtlich. Die Frage ist, wo tauchen wir? Wo tauchen wir ab, um da hinten reinzukommen? Das kann es ja nicht sein. Gott, das sind auch wieder Fliegefüchse. Da kann es nicht sein, das ist zu weit weg. Da oben ist er vielleicht. Nee. Ich schau mal, ob ich hier... Ah, ein Weihnachtsbaum. Ich schau mal, ob ich hier weiterkomme. Aber schaut mir auch nicht so aus. Also die Musik hier ist auf jeden Fall schon mal sehr episch. Ich befürchte nur fast, dass YouTube mir die wieder wegclaimt. Das ist bei Immortals Phoenix Rising jetzt schon öfters passiert, dass da bestimmte Musik von YouTube geclaimt worden ist. Ich gehe mal auf der Seite rein. Ich glaube, wir waren vorher auf der anderen Seite, ne? Ja. Hier ist richtig. Hier sind wir richtig. Okay, ich war auf der anderen Seite. Ich war auf der falschen Seite. Ja. Also hier können wir schon mal so ein Ding holen. Das hat doch da sicherlich einen Sinn. Dann können wir das da drüben holen. So. Dann wird sich das wahrscheinlich freischalten, oder? Genau. Dann haben wir den ersten. Ah, okay, zwei sind's. Hier brauchen wir noch mal einen. Und da müssen wir tauchen, schätze ich. Da wieder hoch, ja. Na, irgendwie. Okay, den können wir hier hinstellen. Dann sollte es eigentlich passen. Dann sollte es passen. Wir können hier wieder hoch. Das ist gerade für ein Zeichen. Und dann holen wir den hier rüber. Dann müsste sich der auch öffnen. Super! Und dann können wir uns die Kugel holen. Yeah! Perfekt. Und das war die letzte Kugel. Dann haben wir das auch hinbekommen. Machst du das WW als Art Online-Kurs oder nutzt du bloß die App? Nee, ich nutze tatsächlich bloß die App. Also man hat dann die Weltwatcher-App und kann halt alle Punkte eintragen und so weiter. Also bei mir geht es hauptsächlich um das Eintragen. Ich bin ja Doktor der Biologie. Ja? Also das nötige Know-how, was Kalorien sind und Pipapo, das hab ich ja schon. Ich brauche halt wirklich nur diese Unterstützung, dass ich irgendwie einen Arschtritt bekomme, dass ich nicht zu viel esse.
Und das funktioniert bei mir mit dieser App eigentlich super, weil da hast du diese Punkte und dann hast du noch ein paar Tipps, also du kriegst ja auch alle möglichen Tipps. Du hast Rezepte und alles Mögliche. Und dann kann man sich da ganz gut dran halten. Also ich mache das jetzt seit Montag wieder. Ich habe das schon mal gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich da abgenommen habe, aber ich glaube 40 Kilo oder sowas. Und oder 30 Kilo oder irgendwie sowas. Und dann habe ich habe jetzt die App seit Montag und bis jetzt sind 3 Kilo runter. Also das ist auch schon ganz ordentlich. Mein Ziel ist es im Moment, wie viel? 33 Kilo. Ja, so. Na, 35 Kilo. 35 Kilo ist mein Ziel. Dann habe ich zwar immer noch nicht mein Normalgewicht, aber es ist auf jeden Fall ein Gewicht, wo ich sage, ja, damit kann man mal leben. Ja, damit kann man irgendwie. Ja, damit kann es weitergehen, sagen wir mal so. Aber wenn ich so weitermache wie jetzt, dann werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr tot vom Stuhl fallen, so quasi, ne? Eine Woche 3 Kilo, das ist aber gut. Ja, gut, die erste Woche, die ist immer gut, weil in der ersten Woche hast du halt viel, da verlierst du viel Wasser auch und so. Das darf man nicht überbewerten. Verpflichtende mythische Herausforderung. Diese mythische Herausforderung wird benötigt, um den Berg weiter hinaufzugehen. Ah, okay. Eine Statue von deinem Vater, Kronos. Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, was eine mythische Herausforderung ist, aber das wird schon passen. Wir werden beschossen von den Fliegefüchsen, ne? Da sind sie. Die Fliege schon wieder. Geh weg. So. Wo ist der andere? Hallo? Da. Der ist echt hoch. Was ich vergessen habe zu sagen. Moment, ich höre mal kurz, was Zeus sagt. Er wollte dich aufessen, verdammt. Meine Mutter Rhea gab ihm stattdessen einen Stein. Das hätte sie besser nicht getan. Da hast du wohl recht. Boah, wie gemein. Nein, ich meine, jetzt wo du es sagst, sollte die Statue nicht einen Stein in der Hand halten? Reden wir gerade von Sisyphos? Oder was ist das hier? Also hier muss man Stein hinbringen, oder wie? Okay, also das hier soll er nicht in der Hand halten, sondern stattdessen ein Stein. Schauen wir mal. So, was ich vergessen habe zu sagen, ich habe auch halt die ganzen Zuckergetränke weggelassen und fast nur noch Wasser getrunken. Ja, aber das Problem ist, das mache ich sowieso. Ich trinke überhaupt ganz selten mal was mit Zucker, wenn dann überhaupt Apfelschorle. Ganz selten mal ein Radler. Also ich weiß nicht, wie man es bei euch nennt. Bier mit Limo. Alsterwasser oder sowas, ja, also bei uns heißt es Radler. Und ja, also das trinke ich sowieso super selten. Deswegen bringt das nicht viel, wenn ich das weglasse. Ich habe, also bei mir ist es mehr so, dass ich mehr Sport machen möchte. Im Moment bin ich halt zu dick, um vernünftig Fahrrad zu fahren zum Beispiel. Also ich kann jetzt auch nicht mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren, leider. Was ich eigentlich immer super gerne mache. Ja super, wie sollen wir denn jetzt da reinkommen? Ich probiere es mal folgendermaßen. Ja, wir haben es geschafft, oder? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Dann können wir hier auch aufmachen. So. Hier können wir unseren Doppelgänger draufstellen. Das ist klar. Warte mal, habe ich nicht das Ding? Können wir das nicht auch irgendwie irgendwo hinstellen oder so? Da oben reinwerfen. Da oben reinwerfen können wir es doch. Ja. Ja, super. Okay. Aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht. Wir brauchen noch ein zweites. So ein kaltes Radler im Sommer beim Grillen darf man sich aber auch mal gönnen. Ja, klar darf man sich das gönnen. Absolut. Softdrinks sind super kalorienreich, ja. Und das sind genau die Kalorien, die man sich sparen sollte.
So, da oben ist auch noch was. Und das, da ist auch eine Wand, die man kaputt machen kann. Deswegen werde ich da mal hochgehen. Seht ihr das? Da oben ist die Wand, die man kaputt machen kann. Das ist nur immer schwierig, das sozusagen im Flug zu machen. Ja. Oh nein. Es ist schwierig. Es kann ein bisschen dauern, bis ich das hinbekomme. Ach nee, wir haben es sogar schon hinbekommen. Sehr gut. Gut, dann brauchen wir den auch noch. Und müssen den auch noch reinschmeißen. So, dann haben wir zwei. Und jetzt soll es reichen, oder? Ja. Jetzt reicht es. Jetzt haben wir den Stein. Was ist denn hier noch? Da ist doch auch noch irgendwas. Also jetzt haben wir auf jeden Fall den Stein, den der andere Typ da in der Hand haben sollte. Aber auch in so vielen Lebensmitteln ist Zucker drin, muss man echt drauf achten, das stimmt. Das stimmt, ja. Und dafür ist halt die Weight Watcher App zum Beispiel richtig gut, weil da kannst du alle möglichen Lebensmittel scannen mit dem Barcode und da wird dir sofort angezeigt, wie viele Punkte die haben. Und dann findest du halt auch diese versteckten Zucker und so, die hast du halt dann da trotzdem automatisch. Wenn er dich gegessen hätte, wären Demeter, Hestia, Hera, Hades und Poseidon jetzt in seinem Bauch. Du hast sie gerettet. Falsch. Ich habe sie zu einem ewigen Leben mit mir verdammt. Was ist schlimmer? Also Hades liebt dich ganz sicher. Ja, er hat mir zwei Amphoren Wein geschenkt. Ist das Liebe? Ja. So, und jetzt haben wir das gemacht. Was bringt uns das jetzt bitte? Das war ja eine mystische Herausforderung, die wir unbedingt machen mussten, angeblich. Wurde uns ja so angekündigt. Tja, keine Ahnung, warum wir die unbedingt machen mussten. So, da oben ist auch noch was, da ist auch noch was. Ich will nur nichts übersehen. Ja. So, da kommen wir nicht durch. So wie das ausschaut, oder? Doch, da kommen wir schon durch. Oder? Hier so mitten rein. Doch, hier mittendrin kommen wir. Ah, weil die Dinger jetzt angezündet sind, kommen wir jetzt hier weiter. Ich verstehe. Weil die Dinger angezündet sind, kommen wir jetzt hier in der Mitte weiter. Verstehe. Gut, dann werde ich jetzt mal hier 190 Meter nach oben klettern, oder? Und dieses Ding da holen. Also es schaut für mich so aus, könnten wir da hochklettern. Ich kenne Weight Watcher schon, finde die App bzw. das Konzept gut. Ist ein machbarer Weg. Ja, das denke ich auch. Also, was halt das Gute auch ist, es ist halt wirklich für jeden. Weil du, auch wenn du keine Vorkenntnisse hast oder überhaupt nicht dich mit Lebensmitteln auskennst, wird dir halt trotzdem auch geholfen. Das ist das Gute. Es ist halt wirklich einfach. Ich habe probiert dann mal mit Kalorienzählen das zu machen. Also statt Weight Watcher. Das kannst du das Ganze ja mit Kalorienzählen auch machen. Das ist ja im Prinzip nicht so viel anders. Du hast halt nur diese Punkte nicht, sondern du hast halt dann Kalorien stattdessen. Und da ich ja Wissenschaftler bin, ist es für mich ja kein Hexenwerk, mit so Kalorienzahlen umzugehen. Also das ist für mich nicht schwierig. Aber es funktioniert einfach nicht so gut. Man ist da nicht so motiviert, man bleibt nicht so dran. Ah, hier können wir uns kurz ausruhen, oder? Hallo? Ausruhen? Ausruhen? Ja. Ja, man trackt dann, was man isst. Genau, man trackt, was man isst. Wie zum Beispiel in sauren Gurken ist wohl mega viel Zucker, sollte man nicht meinen. Echt, in sauren Gurken? Ja gut, kommt drauf an, wie die eingelegt sind. Na, manchmal sind die ja auch so eingelegt, dass die wirklich... Wo sind wir denn jetzt gelandet? Dass die wirklich sehr viel Zucker haben, ja. Es gibt aber auch, glaube ich, saure Gurken, da muss man auch ein bisschen drauf achten, auf die Zubereitung, die nicht so viel Kalorien haben. Gibt's auch. Hier hoch, okay. Boah, dieses Level ist echt nicht so einfach, dieses Gebiet hier, wo wir gerade sind. Wo ist denn jetzt das Amposium? Da ist es doch. Da haben wir es doch. Jetzt komm, nimm's.
Gut, gibt's hier sonst noch irgendwo was zu schnappen? Schaut jetzt im Moment nicht so aus, ne? Doch hier, da oben, oder? 133 Meter. Aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil da werden wir nicht weiterkommen, schätze ich. Ja, da kommen wir nicht weiter. Da haben wir über diese Eisdinger. Das ist immer noch nicht so weit. So viel Lebensmittel würde man gar nicht denken. Ja, ja. Absolut. Die Menge macht's halt aus. Man kann im Prinzip alles essen. Aber halt nicht so viel davon. Wenn man mal eine saure Gurke isst, dann ist das auch kein Problem. Man darf halt nicht gleich 10 essen. Das ist so die Sache. So, hier ist eine Geschwindigkeitsherausforderung. Eine Wettrennen-Herausforderung. Und da hinten kommt dann ein Tartarus. Ich sag lieber nichts. Sag's ruhig. Dem Turm von Metis, meiner Ex-Frau und Athenas Mutter, die ich bei lebendigem Leibe fraß. Tja, ich hab's doch gesagt. Ich bin genau wie mein Vater. Vielleicht redet ihr mal. Ein gutes Gespräch zwischen Vater und Sohn. Oh, das ist eine gute Idee. Na? Prometheus, ich hab ihn eingesperrt. So, oh nein, was ist denn jetzt schon wieder los? Wir sind schon wieder in diesem Freeze-Ding da. Na gut, dann müssen wir so schnell wie möglich. Können wir hier unser Pferd benutzen? Ja. Habe ich das Pferd jetzt gerade irgendwie in den Abgrund gestürzt? Kann das sein? Das wurde gar nicht aktiviert, oder? Ich höre keine Musik, es wurde nicht aktiviert. Ja, super, so geht's natürlich nicht. Hallo? Ja, jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil jetzt kommen wir nämlich hier nicht mehr hoch. Na super, jetzt sind wir tot, oder? Ja. Ich hoffe, wir waren mal an einer sinnvollen Stelle gespeichert. Es kommt auf das Verhältnis Input-Output an. Ja, Output, genau. Letztes Spiel schon laden. Oh nein! Ich habe nicht gespeichert. Ich hoffe, der hat automatisch gut gespeichert. Wie hat er den gespeichert? Ich hoffe, wir haben das Ambrosium schon geholt. Ja. Ja, toll. Er hat hier gespeichert. Ach, verdammt. Gerade wo wir nicht rübergekommen sind. Hier bringt es uns ja jetzt nichts. Kommen wir zumindest mal hoch. Ich glaube, wenn wir dem Weg hier weiter folgen, kommen wir, glaube ich, auf eine Möglichkeit. Oh, nein. Schnell. Dann kommen wir auf eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Dann hier hoch, okay. Boah, das jetzt alles noch als Zeitherausforderung, soll es ein Scherz sein? Das ist krass. Und da ist dann das Ziel, okay. Ein Blitz aus meiner Schmiede. Erwärmt dir den Weg. Danke, Hilfe. Ah. Derweil warte ich schon ewig auf den Speer mit Diamantenspitze, den ich in Auftrag gab. Inspiration kommt nicht auf Befehl, Ares. Ah, da unten ist Tartarus. Das war ein privates Tierverhaltensexperiment, das wir nicht wiederholen werden. Also die haben ja wirklich Gespräche, die Götter. So, ich werde da hinten mal das Ding anzünden, wenn wir schon mal hier sind. Ach, das brennt schon. Na gut. So, die Frage ist, wie kommen wir denn jetzt zurück an unseren Ausgangspunkt, damit wir dieses Wettrennen nochmal machen können? Ich würde ja ganz gerne dieses Wettrennen eigentlich machen. Können wir mal auf die Karte gucken? Also, wir müssen hierhin zurück. Können wir da hin jumpen? Nein. Ich dachte, wir hätten da vielleicht die Möglichkeit, ein Schnellding hinzumachen. Aber es geht nicht. Es kann sein, wenn wir diese Aufgabe hier schaffen, dass dann diese ganzen Freeze-Dinger da verschwinden, oder? Ich weiß es nicht.
Denn fliegen geht, glaube ich, auch nicht, weil wir ja hier in diesem Kälteding sind, oder? Aber es ist nicht weit weg. Ah, warte mal, diese Dinger hier anzünden wäre auch mal eine Sache. Warum sind die denn nicht angezündet? Weil wir es nicht geschafft haben, wahrscheinlich. Wie mache ich denn das jetzt am blödsten? So. Bin ich denn jetzt gelandet? So, Bogen. Jetzt bin ich richtig, genau. Können wir das hier anzünden? Ne, können wir nicht anzünden. Gut, ich versuche mal darüber zu fliegen. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ne, es funktioniert so gar nicht. So, okay. Und hier ist jetzt diese Herausforderung. Da müssen wir es jetzt schaffen. Und zwar ohne Pferd. So. Ups. Ah, schnell, schnell, schnell hoch. Schaffen wir doch leicht. Hey, Xag, dankeschön für den Resub. Dritter Monat schon. Super, dankeschön. Vielen Dank. Und dafür haben wir gleich 15 Karungsmünzen bekommen, ne? Also, nur dank deinem Resub gab es die 15 Karungsmünzen gerade. Ich weiß, es stimmt nicht, aber ist doch egal. Wir stellen es uns einfach so vor. Wir lieben Herausforderungen, ja, ja, natürlich. Auch eine Abnahme ist eine Herausforderung. Das ist übrigens Zero, ja, also da ist kein Zucker drin. Ich habe einen Crosstrainer gekauft, letzten Sommer schon. Ich hatte früher auch schon einen, aber der ging immer wieder kaputt. Da war ich sehr unzufrieden damit und ich speichere jetzt mal. Ach, hier kann man nicht speichern, okay. Dass das Abo während des Streams ausgelaufen, das geht ja gar nicht. Ja, das stimmt. Also einen Crosstrainer habe ich gekauft, einen neuen, und zwar habe ich mir extra eingekauft, der nicht mehr kaputt gehen wird. Der ist nämlich bis 180 Kilo belastbar. Und der kann also auch meinen Mammutkörper stemmen, dieser Crosstrainer. Und ja, ich habe ihn im Juli, glaube ich, gekauft und es hat gedauert jetzt bis Dezember, bis er geliefert worden ist. Das Problem ist, ich kann nicht so viel Sport machen. Weil meine Beine und so weiter, die Muskeln, die machen das einfach nicht mit, weil die Belastung ist einfach zu groß. Deswegen muss ich ein bisschen abnehmen. Also ich mache schon, ich trainiere auf dem Crosstrainer, aber halt nur so eine Viertelstunde pro Tag ungefähr. Boah, kommen wir irgendwie weiter? Ich habe voll Angst. Und ich hoffe dann... Hier aus wirkte die Goldinsel beinahe friedlich. Nicht die Aussicht genießen, Phoenix. Du bist fast da. Du musst Ligyron besiegen. Okay, machen wir. Also eine Viertelstunde pro Tag mache ich ungefähr. Und ich denke mir, das ist ein ganz gutes Maß. Und wenn ich dann mehr abgenommen habe, also wenn ich um die 145 Kilo habe, dann mache ich wieder mehr. Dann kann ich vielleicht auch wieder mit dem Fahrrad fahren. Das wäre mir sehr wichtig. Schwimmen wäre eine Alternative. Ja, das ist richtig. Aber dafür schwimmen müsste ich halt wieder irgendwo hin. Das ist halt das Problem. Und gerade während Corona ist halt das immer sehr schwierig. So, wir haben hier eine kleine Lyra, die können wir uns mal aufschreiben, was die so erzählt. 3, 4, 4, 2, 3. 3, 4, 4, 2, 3. Okay. Sehr schön. Wenn wir bei der großen Lyra vorbeikommen. Oh, schau mal, ein Faun. Gut, wie geht's weiter? Wo müssen wir jetzt hin? Dahin? Ist da hoch? Oder wo geht's hoch? Hier geht's weiter wahrscheinlich.
Wochenlang, als die Welt brannte, als meine Kinder mich brauchten, feierte ich mit Hades. Wir alle wissen, ich war nie für Hera da. Es war eben viel los. Ich weiß noch nicht einmal, wo sie jetzt ist. Das ist echt hart. Entschuldige. Ja. Die Hera. Ja, das stimmt, Spencer. Wir sind bei einer großen Vorbeikommen. Das war aber schon ein bisschen her. Das war hier hinten. Da unten ist die. Da unten ist die. Das ist da, wo der Vogel ist, der Große. Da ist die und wir sind jetzt hier. Also von dem her, gerade vorbeigekommen, ist ein bisschen übertrieben. Wir laufen jetzt mal diesen Weg entlang. Der hier aufhört, irgendwie. Gott, da geht's hier wieder bergab. Ich will nicht bergab. Wir sind doch extra alles bergauf gegangen. Ach du meine Güte, jetzt geht's bergab. Und das müssen wir alles wieder hoch. Ja, aber da drüben gibt es komische Winde. Oh, jetzt wäre was noch abgestürzt auch noch. Hier gibt es die entsprechenden Winde, das ist gut. Nein, da wollte ich doch den Apfel, die Äpfel holen. Ja, sag mal, die Äpfel sollst holen. So. Und dann, das da oben brennt nicht, oder? Brennt das? Nee, das brennt nicht. Ja, so geht's aber nicht. Haben wir irgendwo was anderes, was brennt? Da drüben brennt's. Wir holen uns das Feuer da drüben. Dann machen wir eine Kurve. Und zünden hier an. Sehr schön. Ach, das ist wieder ausgegangen. Warum ist das wieder ausgegangen? Da stimmt dann noch irgendwas nicht. Da sind wir irgendwo noch auf dem Holzweg. Da oben ist ein Ambrosium. Komme ich hier hoch? Oder ist da auch Freeze angesagt? Da ist auch Freeze angesagt, aber hier haben wir so ein Ding. Warum komme ich da unten nicht hin? Warum darf ich da unten nicht hin? Komisch. So, ich gehe da hoch zum Ambrosium. Puh, da müssen wir alle wieder hoch. Oh Gott, das wäre. Na gut. Haben wir da unten noch was verpasst? Ich glaube nicht, oder? Schaut nicht so aus, also geht's da weiter hoch. Wenn du die obere Schale angezündet hast, nicht die untere, glaube ich. Das kann natürlich sein. Ja. Das kann natürlich sein. Gute Idee. Das kann gut sein. Dann haben wir uns sozusagen eine Abkürzung erarbeitet. Ich glaube, wir müssen hier weiter hoch. Du kannst doch bestimmt einfach in die Isar springen. Ja, genau. Ist schon möglich. Also ich habe früher als Kind auch in der Isar gebadet, aber naja. Oh, schaut mal, noch eine Sternbild-Herausforderung. Aber viele, viele Feinde. Ich mache hier sehr gerne den Ares. Weil der Ares die alle gleichzeitig abdeckt. Und hier bei dem Fetti. Bei dem Fetti mache ich ganz gerne. Autsch. Da mache ich gerne Aua, ja. Nee, da mache ich gerne den. Da mache ich gerne den hier. Wo ist denn jetzt da sein? So, und tschüss. Gut, die sind alle richtig positioniert. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kugeln müssen wir hier sammeln. Ja, wow. Okay. Na gut. Hier ist schon mal eine. Momentan noch ein bisschen frisch, aber Phoenix springt auch vom Schnee direkt ins kalte Wasser. Ja! Phoenix macht das schon, aber Phoenix ist ja auch ein olympischer Held. Ist der Professor Fantasy ein olympischer Held? Ich weiß es nicht.
ist denn das hier alles für Zeugs eigentlich? Es wurde nie geklärt, ne, was es genau ist. Dieses Zeug hier. Klettert da mal hoch. Ich glaube, da ist noch eine Kugel. Ich habe irgendwie so ein Gefühl. Ja, schaut mal. Da ist noch eine Kugel. Dann haben wir schon 2 von 5. Es fehlt dann also, fehlen noch 3. 3 fehlen noch. Wo könnte noch eine sein? Da in der Höhle wahrscheinlich. Ja. Oho. Da ist eine drin tatsächlich, ja. Da ist noch eine drin. Wir müssen erstmal die einfache hier. Obwohl, vielleicht brauchen wir die gleich nochmal. Ich lasse die mal schnell hier. Da ist noch eine. Ich habe es schon gesehen. Boah, wie soll das jetzt funktionieren? Hallo? Was sollen wir denn da jetzt machen? Ich bin überfragt. Ah, ich weiß es schon. Die Kugel da reinschmeißen. Ich dachte mir doch, die brauchen wir gleich noch. Die brauchen wir gleich noch. So, da reinschmeißen. Ah, das war natürlich super. Ne, es hat sogar funktioniert. Dann landet die dort. Dann kriegen wir das hier auf, oder? Kriegen wir jetzt was auf? Ah, jetzt hat sich das aktiviert. Jetzt hat sich das aktiviert. Ach, das war natürlich meisterhaft. So, besser. Dann fällt die Kugel runter, geht da rein. Dann aktiviert sich das hier, ne? Genau. Und jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir alle Kugeln, ja. Und jetzt müssen wir eine nach der anderen da raustragen. Ist auch ein bisschen nervig. Aber naja. Wenigstens muss man nicht mehr so lang suchen. Das ist doch auch schon was wert. So, bitte dorthin. Wir dotzen an der Decke die ganze Zeit an. Na gut. Die muss in die zweite rein. So, das sollte doch gewesen sein, oder? Ein Bärchen, wie nett. Und dann nehmen wir mal das mit hier. Wer hat Callisto in einen Bären verwandelt? Du, Hera oder Artemis? Ganz ehrlich. Alle, die mit mir schlafen, erleiden ein trauriges Schicksal. Na super. Für die Zeit davor. Oh nein, was ist denn hier schon wieder los? Hat sich bisher noch niemand bei mir beschwert. Danke, dass du das klargestellt hast. Hier scheint es noch ein Rätsel zu geben, oder? Gibt es auf jeden Fall einen Kessel der Kirke. Da können wir vielleicht mal unsere Tränke auffüllen. Wir haben nämlich hier einiges zum Auffüllen und da können wir auch auffüllen. Und dann können wir, glaube ich, auch noch die Tränke verbessern. Hier, schaut mal, dann haben wir den letzten auf der Seite, dann haben wir hier noch ein paar zum Verbessern und dann sind wir durch mit den Tränken. Ist auch nicht schlecht. Habt ihr am Wochenende irgendwas Besonderes vor? Irgendwelche schönen Pläne? So, ich glaube, wir kommen von der rechts, oder? Zu erreichen. Ihr Anblick gab Phoenix Hoffnung. Aber der Teil ist langweilig. Vielleicht überspringe ich den. Prometheus, erzähl einfach weiter. Ah, schaut mal da drüben. Ich glaube, da müssen wir hin. Wo sind wir denn gerade? Wenn wir auf der Karte gucken, sind wir gerade auf der Rückseite, oder? Ja, wir sind gerade auf der Rückseite. Tatsächlich. Boah, das ist echt ein schwieriges Level. Ausruhen. Ausruhen ist gut. Ausruhen hört sich schön an, das finde ich gut. Wie ruhst du dich aus?
Legst du dich einfach nur hin und döst so oder liest du oder was ist für dich ausruhen? Wie kannst du gut ausruhen? Boah, ich weiß nicht, sollen wir darüber fliegen? Ah, hier gibt es so einen Strom, okay. Dann können wir ja auch mal da Zwischenpause machen. Hallo? Oh nein, was ist hier los? Ah, dahinter müssen wir. Puh. Oh, und hier ist wieder kalt. Hilfe! Was soll man mit dem Ding machen? Ich sehe es irgendwie nicht. Da ist was zum Anzünden, ja. Da ist auch nochmal so ein Ding, okay. Pass mal auf. Wo geht denn da hin? Nein! Du musst da bleiben, den wollte ich natürlich. Nein! So, ich mach einfach mal hier. Wir nehmen einfach mal unsere Tränke, dafür haben wir die doch. Hallo, nimm deinen Trank. Noch ein Trank. Ich habe am Sonntag mein erstes Fotoshooting als Hauptfotograf. Und das Model hat eine Schulterhöhe von 1,80 Meter und ist ein Pferd. Sehr cool. Das wird bestimmt gut, sagt Spencer. Ja, das hört sich gut an. So, Spencer meint Lesen, Lernen, Musik hören, Mittagsschlaf. Ja, Mittagsschlaf klingt gut. Da werde ich mir morgens auch einen gönnen. Okay, cool. Da habt ihr ja schöne Pläne. Das ist doch gut. Ah, da hätten wir noch eins anzünden können. Ich sehe schon. Da hätten wir uns noch was anzünden können. Das ist jetzt aber schon zu spät. Jetzt brauchen wir es nicht mehr. Jetzt haben wir schon alles. Ah, nein! Jetzt fahre ich auch noch runter, ich Trottel. Hallo. Hallo! Jetzt. So, wir müssen da lang. So, kurzer Blick zurück. Haben wir da irgendwas verpasst? Nee, ne? Wir waren in dieser Höhle, waren wir drin. Da unten, glaube ich, ist jetzt nichts mehr so Spannendes. Okay. Passt. Bei mir was Spezielles. Ja, wie gesagt, morgen Nachmittag muss ich Nachhilfe geben. Ich wollte morgen Vormittag kurz schreiben für den DSA-Roman. Dann wollte ich Elden Ring aufnehmen. Ein paar Folgen. Oh ne, Zeus labert bestimmt gleich. Plötzlich taucht ein Monster auf. Die Spannung, die Aufregung. Lass es, Prometheus. Hör auf. Versuch nicht, mich aufzumuntern. Das ist seltsam und unangenehm. Ja, super, das war es auch schon wieder mit den Monstern. Ja, genau, also Elden Ring aufnehmen, schneiden, hochladen, dann Nachhilfe machen und sticken. Ich habe übrigens mein neues Stickprojekt schon angefangen. Ich zeige es euch jetzt noch nicht, das zeige ich euch dann bei der nächsten Fantasy-Taverne. Habe ich schon angefangen. Du hast auch einiges auf der Agenda, ja, das stimmt. Gibt es hier sonst noch irgendwas zu holen? Ich meine, hier ist Zeus. Muss man hier irgendwas machen bei Zeus oder sollen wir einfach weitergehen? Wir müssen einfach weitergehen. Genau. Und dann sticken. Und ich weiß nicht, abends werde ich mir wahrscheinlich den Masked Singer anschauen. Da kann man gut entspannen, finde ich. Das ist so eine Show, die läuft so nebenbei. Da kann man sich schön auf die Couch setzen und ein bisschen quatschen. Und das so nebenbei anschauen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe Hera ständig betrogen. Ich wollte doch nur Spaß haben. Ich wollte kein Vater sein. Ich habe mich nur um mich selbst gesorgt. Ach, diese Ketten tun weh. Es geht hier gerade um mich, Prometheus. Diese Dialoge immer.
Rollmopsel, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Danke für den Follow. Da müssen wir hoch, ne? Ja, und am Sonntag, was habe ich am Sonntag geplant? Am Sonntag werde ich vielleicht zur Laste aufnehmen. Ach, jetzt werde ich schon wieder unterbrochen. Oh, was? Phoenix fragte sich, ob die Auster ein Austauschschüler war. Was? Bitte hör auf. Es ist schrecklich. Als wärst du in eine Tölpelschule gegangen, hättest abgebrochen, würdest nun Witze durch Ausdruckstanz erzählen und die Schmerzensschreie deines Publikums für Lachen halten. Jetzt fühle ich mich tatsächlich etwas besser. 7 Zuschauer, ich sehe es jetzt erst. Krass. Willkommen, Leute. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen Immortals Phoenix Rising, wie ihr sicherlich wisst. Versuchen uns gerade diesen Berg hier hochzuarbeiten. So, ja, mein Paket ist angekommen. Und die Geschichte habe ich, glaube ich, am Dienstag im Stream erzählt. Oder habe ich sie am Donnerstag im Stream erzählt? Am Donnerstag habe ich sie erzählt, gestern, genau. Ja, ich musste dann auf die Post und das Paket abholen und dort dann noch Zoll zahlen. 56 Euro Zoll und 6 Euro Postgebühren obendrauf, Auslegegebühren. Also hält sich eigentlich in Grenzen, ja. 62 Euro Zoll insgesamt oder 62 Euro Gebühren insgesamt. Ist echt okay für so ein Paket mit Warenwert von 280 Euro ungefähr. Grüß dich, NKJ. Schön, dass du da bist. Bin gerade selbst am Zocken, deswegen wollte ich nur kurz ein Hallo da lassen. Wünsche euch noch viel Spaß. Ja, viel Spaß beim Zocken, NKJ. Was zockst du denn gerade? Und danke für den Abo. 2 Monate. Dankeschön. So, und dann ist Epidemic auch noch dabei. Grüß dich, Epidemic. Wie geht's? Ja, uns geht's gut. Wie geht's dir denn so? Romopsel, danke für den Sub. Jetzt geht's aber hier los. Jetzt wird's voll im Hörsaal, ja genau. Ich glaube, jetzt ist hier mal, jetzt können wir mal unseren... Oh, ein Hype-Train nähert sich auch noch. Leute, was macht ihr? Was macht ihr? Ihr macht schon wieder den Chat kaputt. Ihr reißt den ganzen Hörsaal ab. Was ist denn hier los? Also, meiner Fantasy-Taverne werde ich mehr über mein Paket dann erzählen. Ich schaue nur immer gerade, ob ich hier irgendwo was verpasse. Aber ich glaube, es ist okay. Rollmopsel, willkommen auf dem Kanal. Spielst du auch Immortals Phoenix Rising? Und wenn ja, wo bist du gerade? Beziehungsweise, was ist dein Lieblingslevel? Oder dein Lieblingsland? Ja, ein Abo vom Rollmopsel, genau. Hab ich schon gesagt. Danke fürs Abo, Rollmops. Rollmopsel. Den Namen finde ich schon mal mega cool, auf jeden Fall. Oh, hallo. Oh, hier sind Feinde. Ach du meine Güte, da haben wir schon wieder so einen. Ich will immer hier fixieren, wie in Elden Ring. Will ich immer hier diesen Fixationspunkt setzen. Autsch. So, weg damit. Valorant, kenne deine Brüder. Ah, okay. Rollmopsel kennt meine Brüder. Dann willkommen. So, Valorant habe ich selber noch nie gespielt, tatsächlich. Die haben mich dazu gezwungen. Okay, ich verstehe schon. Jetzt bin ich total durcheinander. Wo waren wir denn gerade? Wir haben jetzt gerade gekämpft, ne, und müssen in diese Richtung weiter. Und da sind wir schon wieder in so einem Freeze-Gebiet. Eieiei. Also dieser Berg hier, der ist echt heftig. Das muss man wirklich sagen. Dieser Berg hier ist echt heftig. Ich muss das anzünden dort. Ihr seht es, ne? Hier ist so ein Ding zum Anzünden. Damit wir da gut durchkommen. So, jetzt wieder der Freeze wahrscheinlich zwischendrin, genau. Wisst ihr, was mich das erinnert, dieser Freeze? Das erinnert mich tatsächlich an Frostpunk. Ich
Ich weiß nicht, ob es euch auch daran erinnert, aber da gibt es ja auch immer diese Animation, wo es dann kälter wird und boah. Da unten ist eine Statue. Ich glaube, da gehe ich mal runter. Da musst du durch, das schaffst du ja genau. Samba, die grüß dich, schön, dass du da bist. 10 Zuschauer tatsächlich gesagt. Krass. Okay. Unten war doch eine Statue. Ich habe sie doch gesehen. Da ist die Statue. Gibt es da irgendwas zu holen? Ich bin mal so frei und springe da einfach mal runter. Da unten waren wir wahrscheinlich schon. Nee, da ist der Anfang. Ja. Da ist der Anfang. Da wollen wir nicht hin zurück. Samba, du spielst auch Elden Ring, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Wie weit bist du denn da? Bist du da schon weit? Welches Level hast du? Elden Ring, genau. Und auf welcher Plattform spielst du es? Wurde Phoenix überfallen. Ich kann nicht alle bekämpfen und Legüren schlagen. Dort zu schaffen. Ich helfe dir, Phoenix. Höre den Kampfschrei des Ares und fühle, wie dir das Blut kocht. Lord Flack, grüß dich. Danke für den Follow, den du da gelassen hast. Wir versuchen hier mal währenddessen die Monster zu bekämpfen. Die uns aber wirklich überhaupt nicht in Ruhe lassen wollen. Aber das Problem haben wir gleich. Komm. Sehr gut. Und den hier noch, den Minotauros. Perfekt. Das ist zu hart für mich. Nach V11 Stunden. Moment. Ich habe jetzt gerade es verpasst. Gerade ersten Boss down, Level 20. Ah, okay. Oh ja, der erste Boss ist aber auch heftig. Den habe ich noch nicht geschafft. 11 sind es bei mir. Level 11 bei Epidemic, okay. Nee, 11 Zuschauer meinst du. Okay. Nach 11 Stunden. Xbox Series X, okay. Lord of Luck aussprechen. Lord of Luck. Ah ja, Lord of Luck, natürlich. Lord of Luck, ihr habt es absolut richtig. Und Lord of Luck lässt auch einen Sub hier. Vielen Dank, Leute. Dankeschön. Wir müssen hier weiter. Lord of Luck. Hype, Hype. Okay. Ihr lasst mal wieder einen Hype-Train hier los. Okay, gut. Schaut mal die Sonne. Boah. Und Applaus gibt es auch noch von dem Video. Pass mal auf. Die um diese Flugfüchse hier kümmern wir uns gleich mal. Fliegefüchse. Dann haben wir die nämlich schon mal weg. Verdammt, verdammt, verdammt. Jetzt wird der Rage hier auch noch gezündet. Aber im Moment ist ja keine Verdammt-Situation hier. Im Moment ist ja eine gute Situation, würde ich sagen. Moment, schaut es ganz gut aus. Was kommt denn uns da angeflogen? Das sind Kristalle, die angeflogen kommen. So, den haben wir. Die anderen wollen hier rüber, aber ich glaube, sie schaffen ihn nicht, ne? Oder schaffen die das hier rüber? Ne, aber die schicken irgendwelche Feuerbälle zu uns. Auch nicht so toll. So, den haben wir. Ja, tatsächlich, ich habe blau gemacht. Wann haben wir das? Nee, NKJ, das ist leider schon durch. Das war vor 2 Wochen schon. Da drüben ist auch noch ein Rätsel. Ah, hier runter. Wir müssen hier runter. Da sind Rätsel. Wir müssen da runter zu den Rätseln, aber jetzt erstmal da hinten lang. Das war vor 2 Wochen, da haben wir Magic gespielt und diesen Sonntag spielen wir auch wieder Magic. Da ist es aber, das ist aber schon gegessen. Aber da du ja Abonnent bist, kannst du den Stream ja angucken. Das ist der Stream von vor 2 Wochen am Sonntag. Da haben wir ein blaues Deck gebaut, was gar nicht so unerfolgreich war. Also so viel, wirklich viel gewonnen haben wir nicht, aber es war okay. So, wo haben wir noch? Wir haben hier noch so ein Ding. War es das schon? Das war es, glaube ich, schon. Wir müssen darüber fliegen.
Lord of Luck lässt ein Emote hier. Gibt es da eine Aufnahme von? Ja, da gibt es eine Aufnahme von. Kannst du gucken. Also alle Abonnenten können ja meine Videos angucken. Auf Twitch. Und in 2 Wochen ist es auch auf YouTube. Also diesen Sonntag kommt es auch auf YouTube online. Wann geht es bei mir mit Elden Ring weiter? Du kannst dich auch mal auf den Discord einloggen. Ich hab dir eine Nachricht geschrieben. Da habe ich auch weitere Infos, wann ich immer Elden Ring Aufnahmen mache und so. Alle Abonnenten auf Twitch können auch auf meinen Discord. Also zumindest alle 2-Monats-Abonnenten. Also alle, die ihr Abo schon mindestens einmal geresubbt haben, bekommen eine Einladung auf den Discord und du hast auch eine Einladung bekommen. Du musst mal gucken. So, wo muss ich jetzt denn da drüben, glaube ich, oder? Ja. So, jetzt haben wir es geschafft. Schau mal, ja. Ach, hast du schon gemacht? Ja, ich kann es leider jetzt nicht sehen. Wer alles neu auf dem Discord dabei ist. Da habe ich Infos. Ich habe heute eine Aufnahme gemacht zu Elden Ring und morgen mache ich auch wieder eine Aufnahme zu Elden Ring. Ich mache das Elden Ring ja als Let's Play. Wir sind, glaube ich, inzwischen Level 21, glaube ich. Ich weiß nicht genau, bei welcher Aufnahme wir gerade sind, also bei welcher Folge. Aber so Level 20, Level 21, sowas um den Dreh. Also schon ein bisschen weit, aber noch nicht ganz weit. Und den ersten Boss habe ich noch nicht geschafft, tatsächlich. Na, wie viel Anläufe hast du gebraucht, Somebody, bis du den ersten Boss geschafft hast? Weil ich finde den schon knackig. Ah, wir versuchen mal hier hochzukommen. Okay, stehe. Oh, ein Ambrosium. Kommen wir da hin? Kommen wir da ran? Warum hast du blau gemacht? Der blau heißt, dass ich ein blaues Deck gebaut habe bei Magic the Gathering. Also die Farbe blau. Ja, ich werde das Zusehen leider abbrechen, aus Gründen. Das Zusehen? Du meinst jetzt hier gerade das Zusehen? Oder bei Elden Ring? Bei Elden Ring. Du meinst bei Elden Ring, ne? Genau. Ja, weil du dich nicht spoilern lassen willst. Ich lasse den Stream mal auf, den zweiten Bildschirm laufen, aber mit Ton aus. Wenn was Verrücktes passiert, winke einfach crazy in die Kamera. Okay, mache ich. Ja, das kann ich gut verstehen, dass du dich nicht spoilern lassen willst. Das geht mir auch so. Ich mag das auch nicht. Ich lasse mich auch nicht gern spoilern. Ich lese zum Beispiel auch bei Büchern nie den Klappentext oder so, weil ich kann das überhaupt nicht leiden. Und ich schaue auch ganz selten Trailer. Weil ich finde das einfach nicht schön. Wenn ich schon weiß, wie es weitergeht. Ich finde das irgendwie blöd. So, wir müssen eigentlich hier hoch. Schaffen wir das? Schaffen wir da rein zu springen? Ja. Also mit euch zusammen macht das Besteigen dieses anstrengenden Berges doch Spaß. Sonst wäre ich wahrscheinlich vor Anstrengung schon in die Knie gegangen. Aber mit euch zusammen kann man es aushalten. So, was ist denn hier noch? Hier sind auch noch Gegner. Fliegefüchse und ein Bär. Den einen haben wir schon. Den anderen auch. Und den Bär kriegen wir auch hin. Ist er schon tot? Nein, aber fast. Also diese Fliege, die hier rum... Jetzt denkt NKJ sicherlich, hier ist was Verrücktes am Gange. Ich habe nur die Fliege verscheucht, NKJ. Ach, immer daneben hier. Gibt's doch nicht. Ah. Kommt da, glaube ich, runter, oder? Der ist nervig, der Fliegefuchs. Zeige ich euch. Komisch, sowas macht mir keine Probleme, sondern erhöht die Vorfreude. Ja, das ist interessant. Ich mag's nicht. Ich weiß, dass viele Leute auch auf Trailer voll abwarten und so. Ich mag's nicht. Ich mag auch diese Zusammenfassungen bei so TV-Shows nicht. Inzwischen ist das ja voll modern, dass am Anfang einer TV-Show
schon so eine Zusammenfassung kommt, was alles passiert. Das mag ich gar nicht. Ja. Das überblende ich dann einfach immer. Oder beziehungsweise mach den Ton aus und schaue es mir nicht an. Aha, da unten wären wir dann hochgekommen. Vielleicht sollten wir dann nochmal runterspringen. Dann kommen wir dann jederzeit wieder hoch, so wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, ich springe mal hier runter, um zu schauen, ob es hier noch was gibt für uns. Ah, da gibt es nämlich noch was. Da gibt es nämlich so ein lilanes Ding schon mal. Okay. Und da unten ist ein Rätsel am Gange. Ich glaube, da unten ist noch ein Rätsel im Gange, oder? Da sitzt der Typ auf diesem Ding da drauf. Und kann es sein, dass hier irgendwo ein Tartarus vielleicht ist? Sehr gut. Nein, nicht runterfallen. Ich bin mal auf die Schwierigkeiten gespannt. Hab bisher ja nur Dark Souls 1 gespielt, was Souls-like angeht. Oder auch Frust. Ja, also bei Elden Ring gibt es viel Frust. Kann ich dir schon mal sagen. So, hier ist der Durchgang, aber wir brauchen irgendwas Schweres. Vielleicht reicht das hier schon. Noch nicht ganz. Okay, dann der hier noch dazu. Ah, warte mal, da ist noch ein zweiter großer Stein. Ja, sehr gut. Du wirst aber viel Spaß haben, absolut, ja. Nee, das ist auch überhaupt nicht negativ gemeint, Spencer. Also ich glaube, Xark versteht schon ganz genau, was wir meinen. Also es ist ein super Spiel, also Elden Ring ist echt ein super Spiel. Gibt's gar nichts. Mir gefällt es sehr gut. Es ist schwer, aber es ist nicht zu schwer, es ist gerade richtig. Und es gibt halt super viel zu entdecken. Macht echt mega, mega Laune. Du wirst sehr viel Spaß haben. Und du kannst ja, wenn du selber durchgespielt hast, kannst du ja in meinem Let's Play immer noch reingucken. Und dann gucken, ob du es anders gemacht hast oder ob du es genauso gemacht hast. Ja, das sind ja auch immer so spannende Momente, ne? Wenn man schauen kann, hat man es selbst anders gemacht, hat man es selbst genauso gemacht und so weiter. Wie hat sich der andere angestellt? Hat er sich noch blöder angestellt wie ich selber und so weiter? So, ich glaube, hier sind wir schon richtig. Oh, der Mond. Guckt euch den Mond an. Sehr schön. Ist jetzt eigentlich der Hype-Train schon gelaufen, oder? Ich habe überhaupt gar nichts mitbekommen. Irgendwie habe ich gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall haben wir zwei neue Subs dazu bekommen. Ne, eigentlich vier. Vier Subs heute, krass. So, in diese Richtung müssen wir weiter, oder? Genau. Ja. Da waren wir nur kurzfristig und da ist ein Kessel der Kirke, was vielleicht nicht gar nicht so schlecht ist, unsere Tränke aufzufüllen. Zumindest hier unsere Ausdauertränke, die sollten wir dringend auffüllen. Ja, das ist doch wieder ein erfolgreicher Abend. Absolut. Und ein sehr spaßiger Abend. Ja. Also noch viel besser wie die Subs und die Follows sind ja die tollen Gespräche mit euch. Das ist das, was so ein Stream ja erst richtig lebendig und spaßig macht. Wenn man interagieren kann und ja. Genau. Also ich habe mich damals entschieden, Elden Ring nicht als Stream zu spielen, sondern als Let's Play. Ich weiß immer noch nicht, was die bessere Variante gewesen wäre. Im Stream hast du halt die Möglichkeit, immer wieder auch mal so ein bisschen zu... wie nennt man das dann? Also wenn man immer wieder denselben Gegner besiegt, um Punkte zu sammeln, ne? Du weißt schon, was ich meine. Da gibt es auch so ein Wort, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Leveln? Nee. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich sagen will. Farmen, ja genau. Das kannst du halt während dem Stream besser, weil da kannst du währenddessen ja erzählen. Oder irgendwas über irgendein Thema sprechen.
Das kannst du im Let's Play zwar auch, aber im Let's Play kommt das halt nicht so gut. Deswegen überlege ich mir, dass ich es vielleicht im Let's Play so mache, dass ich wahrscheinlich mal so ein Farming-Video mache, wo ich einfach mal so ein bisschen farmen gehe und dann das vorher ankündige am Anfang des Videos und sage, so, passt auf, Leute, in diesem Video wird einfach nur gefarmt, wem es zu langweilig ist, der kann das nächste Video anschauen. Vielleicht irgendwie so. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss. Und dann ist halt das Video irgendwie mal 40 Minuten lang oder so, weil ich dann 40 Minuten lang nur farme. Naja, vielleicht so. Ich überlege es mir nochmal, wenn es mal soweit ist. Aber gerade bei so Souls-like-Spielen bleibt es halt nicht aus, dass du auch mal farmen gehen musst. Runen heißen die ja bei Elden Ring. Weil du musst dich halt ableveln, weil sonst hast du halt irgendwie gegen die Gegner keine Chance mehr. So, hier haben wir schon mal zwei Kämpfer. Zwei kämpfende Giganten da. Und hier kommt wahrscheinlich ein Kampf auf uns zu. Also ich bin auch noch gespannt auf diesen ersten Boss, wann ich den schaffe. Ich hab's... Ups, jetzt kommt der angelaufen hier. Ich hab's ja schon mal probiert, den ersten Boss zu besiegen. Habt ihr vielleicht im Let's Play gesehen. Und bin da aber noch gescheitert. Und hab gesagt, ich muss mich erst ein bisschen aufleveln. Und ich dachte mir, ich versuche mal bis Level 25 mich aufzuleveln. Oder so. So um den Dreh zumindest. Und wenn wir das geschafft haben, dann probier's nochmal mit diesem ersten Boss. Vielleicht muss ich mir auch noch eine andere Taktik überlegen für den ersten Boss. Vielleicht hilft das dann auch mehr. So. Man musste einfach farmen. Ja, man musste einfach farmen. Ne? Es ist halt so. Das war nix. So. Sind hier sonst noch Gegner? Verstecken sich hier irgendwelche Gegner? Hallöchen. Hallöchen! Olympische Feige, okay. Ja, also genau, was ich noch zu Spencer sagen wollte. Genau, gestern hatten wir wunderbare Gespräche. Sehr interessant. Also der Stream gestern war wirklich sehr interessant, muss ich sagen. Hat viel Spaß gemacht. So, da oben ist eine Brücke. Ich weiß nicht, wo sind wir denn gerade? Ich schaue mal kurz auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Wir sind halt sozusagen einmal rumgelaufen. Diesen Tartarus haben wir entweder noch nicht. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Der kommt erst noch auf unserem Weg. Ja. Den Tartarus hier haben wir auch irgendwie nicht. Ne? Die Lyra, die habe ich mir aufgeschrieben. Hier haben wir zumindest die Möglichkeit einer Schnellreise. Das ist ja schon mal gut. Da waren wir auch noch nicht bei diesem Fresko hier. Ich glaube, da hätten wir auch rüberlaufen können, ne? Also wir haben schon einige Sachen hier irgendwie noch nicht bekommen. Ja, da habe ich donnerstags selten Zeit, um in das Stream zu kommen. Ja, das ist ja nicht schlimm. Du hast ja die Möglichkeit, entweder das Video anzuschauen oder dann irgendwann auch auf YouTube das Video anzugucken. Also, ich verstehe schon, man hat nicht immer Zeit. Du bist eh so oft da und ich bewundere dich sehr oder bedanke mich sehr bei dir, besser so formuliert, dass du so oft Zeit für den Stream hast. Das finde ich sehr schön. So. Sakobert. Hier haben wir auch noch eine Fresko-Herausforderung. Vielleicht ist das sogar die Fresko-Herausforderung, die wir gerade auf der Karte gesehen haben. Aber es kann eigentlich nicht sein, ne? Die war woanders. Die war tatsächlich woanders, aber die müssen wir noch aktivieren vorher. Die ist noch nicht aktiviert, diese Fresko-Herausforderung, wie ihr seht. Da oben ist was. Da oben ist was zum Aktivieren. Ha. Und guck mal, auf dem Kopf von diesem Riesen ist auch noch was. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wie können wir das jetzt aktivieren? Das ist die große Frage. Da ist Zeus. Wir haben es bald auf die Spitze des Berges geschafft. Ich würde sagen, wenn wir die Spitze des Berges erreicht haben, dann... Nee, das ist eine andere Fresko-Herausforderung. Schaut mal, hier ist eine und da ist eine. Das ist eine andere. Versuche mir die Zeit zu nehmen. Ja, kann man die Streams noch schauen, ist aber nicht ganz dasselbe, wenn ich meinen Senf nicht dazugeben kann. Ja,
Da hast du natürlich recht. So, wie kriegen wir das jetzt an? Wie kriegen wir das jetzt an? Ist hier irgendwo eine Position, wo wir uns draufstellen sollen? Ich sehe hier nichts. Da geht es dann weiter. Und das jetzt zu verschieben, macht irgendwie keinen Sinn. Vielleicht die Zeusstatue. Die Zeusstatue zeigt darüber. Heißt das, dass da drüben was ist? Vielleicht ist auch da unten noch was. Ich gehe nochmal runter. Vielleicht habe ich da was übersehen. Ah, schaut mal, da drüben haben wir noch was übersehen. Hier haben wir noch was übersehen. Da können wir tauchen. Ist da was? Hier ist was. Hier ist was, aber das ist einfach nur eine ganz normale Truhe. Macht nur halb so viel Spaß. Ja, wenn man... Das stimmt. Wenn es nicht live ist, dann... Ja, kann ich gar nicht gut nachvollziehen, Leute. Ja, absolut. Deswegen gibt es die Streams ja. Und ich finde das auch eine sehr schöne Geschichte mit den Streams. Ich kletter jetzt mal da hoch. Ich weiß, das wird wahrscheinlich uns nichts helfen bei unserem jetzigen Rätsel, aber vielleicht sehen wir von da oben was. Was wollte ich gerade sagen? Genau, ich wollte sagen, wenn wir die Spitze des Berges erreicht haben, dann kann es vielleicht schon ein gutes Ende für den heutigen Stream sein. Wir müssen mal gucken, wie lange wir dann noch brauchen dafür. Also wenn das jetzt in 5 Minuten passiert, wäre es vielleicht ein bisschen früh. Aber wenn es vielleicht in einer Stunde passiert oder in einer Dreiviertelstunde, dann wäre es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt. Schauen wir mal. So, da oben ist dieses rote Ding. So, okay. Ich schaue mich gerade um, ob es hier irgendwas zu sehen gibt. Und hier ist dieses Ding. Ah, schaut mal. Auf der anderen Säule. Wir müssen auf die andere Säule. Okay. Wir müssen auf der anderen Seite. Gibt es bei ihm auch was zu holen? Bei unserem Freund hier? Schaut nicht so aus. Oh, da oben gibt es ein Ambrosium. Sehr schön. Ist aber nicht der Gipfel, ne? Das ist der Gipfel. Und das... Ah, schaut mal, da hängt dieser Typ. Gut, weil wir ja schon mal hier oben sind, glaube ich, gehe ich erstmal da hoch und hole das Ambrosium. Weil wir da schon näher dran sind. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir klettern nochmal hoch. Jetzt haben wir schon so viel geredet, jetzt sind mir irgendwie die Themen ausgegangen. Wir haben schon über das Wochenende geredet. Was kann man denn noch? Es ist ja bald Ostern, ne? Oder? Ist bald Ostern? Irgendwie ist doch bald Ostern. Ich hab im Moment überhaupt keinen Zeitplan, wann Ostern ist oder so. Aber das Wetter... Oh, nein, Hilfe! Gottes Willen, das wäre hier beinahe in die Hose gegangen. Das Wetter ist ja schon sehr frühlingshaft. Könnte schon fast sagen, ein bisschen sommerartig, aber dafür ist es vielleicht dann doch ein bisschen zu kalt noch. Vor allem gerade nachts. Also abends ist es ja noch sehr frisch. Aber ich freue mich schon drauf, wenn es wieder schönes Wetter ist, auch mal wieder draußen zu sitzen. Im Restaurant und so, also im Biergarten zum Beispiel. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wie ist es denn bei euch? Geht ihr auch ab und zu mal in den Biergarten? Also, oder ins Freilichtrestaurant? Was kann man so sagen? Freilichtrestaurant? Naja, im Außenbereich halt vom Restaurant. Oder sitzt ihr lieber drin oder wie ist es bei euch? Oder geht ihr überhaupt ins Restaurant? Oder
Habt ihr ein Lieblingsrestaurant, das einen besonders schönen Freibereich hat? Wo bin ich denn jetzt? Hallo. Voll verwirrt. Wo sind wir? Darüber muss ich, glaube ich, oder? Ja, da bin ich richtig. Okay. So. Jetzt haben wir das. Dann können wir da das Fresko machen. Und dann geht's weiter. Also, Fresko. Das ist Zeus. Der muss nach unten. Der muss nach rechts. Okay. So. So, so. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Keine Ahnung. Den jetzt hoch? Ich glaube, das ist falsch rum, ne? Ja, ist falsch rum. Mist. Ist falsch rum. Der muss da hinten runter. Kann sich nur noch um Stunden handeln, bis ich hier fertig bin. So, den jetzt hoch. Dann den rüber. Dann den runter. Dann die beide. Nee, nee, ist nicht richtig. Den runter. Den rüber. Den wieder hoch. Gottes Willen. Ich glaube, wir haben es gleich. Und jetzt die beiden rüber. Stimmt's? Ja. Nee, wenn das gerne draußen im Restaurant. Ja, klar. Was man aber gar nicht mag. Morgen werden die Uhren umgestellt. Och nee. Morgen werden die Uhren umgestellt? Ach du meine Güte. Habe ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Danke für den Hinweis. Das hätte ich jetzt wirklich verschwitzt. Ja, ich hätte es nicht wirklich verschwitzt, weil es gibt inzwischen ja so viele Uhren, die sich automatisch umstellen. Am Handy, am Computer und so weiter. Mir tatsächlich Menschenfleisch unterjubeln, also verwandelte ich ihn in einen Wolf und tötete 49 seiner Söhne. Ja, Mahlzeit. Ich mache ja vieles, aber Menschen esse ich nicht. Ja. Mord und Inzest stehen wohl nicht auf deiner Not-to-Do-Liste. Mord und Inzest. Man muss Prioritäten setzen. Ja, genau. Prioritäten. Ja, die Zeitumstellung, ne? Die ist schon so eine Geschichte. Also es gab ja damals mal so eine Abstimmung europaweit, das war noch vor Corona, wie das denn so mit der Zeitumstellung ist. Und da haben ja ganz viele Leute abgestimmt, dass sie das abschaffen wollen. Aber es wird nicht abgeschafft. Obwohl so viele Leute das gerne abschaffen wollen, wird es nicht abgeschafft. Ich bin auch sehr dafür, das abzuschaffen, tatsächlich. Eine detaillierte Nachbildung des Feuerrades von König Ixion. Oh ja, okay. Der König, den ich für alle Ewigkeit auf ein Feuerrad gespannt habe, weil er meine Frau verführen wollte, während ich mich mit allen Frauen und Männern traf, die ich mir aussuchte. Was bin ich doch für ein Heuchler. Immerhin war er auch noch ein Mörder. Natürlich, er ist Ares Sohn und habe ich Ares schon wieder beleidigt. Das ist aber auch zu einfach. So, ich mach mal hier... Ups. Das war daneben. Oh, wow, wir kriegen Besuch. So, wir werden gerade hier heftig geschlagen. So. Der Fliegefuchs hier, der nervt mich. Was ist denn hier los? Komm her! Das ist ja wirklich frech von dem Typen da. Auf einmal noch richtig treffen, dann haben wir das. Wird aber immer noch nicht abgeschafft. Ja, leider. Eine Stunde weniger. Auch das ist auch noch. Stimmt, genau. Es wird ja zurückgedreht. Naja, was sollen wir machen? Wir müssen uns ja leider beugen, solange das nicht abgeschafft wird, können ja nicht wir als Einzige die Uhr nicht umstellen. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen, ja. Wenn wir jetzt als Einzige sagen würden, ja, wir stellen die Uhr nicht um, dann haben wir ein Problem, glaube ich. Ja, das funktioniert also nicht. Ja,
Da muss man den sauren Apfel beißen und dann leider mitmachen. Also ich muss sagen, ich leide da wirklich tatsächlich drunter. Ich kann dann wirklich schlecht schlafen. Und, es ist auch eine verpflichtende mythische Herausforderung hier, okay. Ich kann dann schlecht schlafen und ich merke das echt tagelang, dass die Zeit nicht stimmt. Das hört sich vielleicht irgendwie merkwürdig an, aber es ist tatsächlich so. So, hier sind ja lauter Kentauren dargestellt. Die kennt ihr sicherlich aus der griechischen Mythologie. So, ich hoffe, wir sind jetzt hier auf der richtigen Spur. Oh, jetzt wird es ein bisschen eng. Jetzt da weiter, ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass wir jetzt keinen verpasst haben. Aber ich glaube, es passt. Sehr schön. Als Ixion hinter Hera her war, hast du ihn mit einer Wolke ausgetrickst? Ja, das fand ich witzig. Aber wie unverantwortlich. Daraus entstand ein Kind, das so entstellt war, dass die Sterblichen nichts mit ihm zu tun haben wollten. Am Ende wurde er zum Pferdeliebhaber. Dann starb er traurig und ganz alleine. Man muss auch das Positive sehen. Aus seinen Pferdeliebschaften entstanden die Kentauren. Sexy Pferdemenschen, durch die sich unangenehme Anatomiefragen aufdrängen. Unsexy. Sexy Pferdemenschen. So, da oben ist jetzt ein Feuerrad irgendwie aktiviert worden. Ne? Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, stimmt. Die Uhr wird eine Stunde vorgestellt. Ihr habt absolut recht. So, aha. Der Turm der Themis. Göttin krass. Von Recht, Familie und Gleichheit. Und meine Ex-Frau. Bei ihr musste alles nach Vorschrift laufen. Pfuschen war unmöglich. Also verließ ich sie. Aber immerhin lebt sie. Oh. Sie lebt noch, ja, die Ex-Frau. So, kommen wir jetzt irgendwie weiter? Ja, wir kommen weiter. Da sind jetzt wieder diese Fackeln angegangen. Okay. Na dann, da haben wir auch wieder eine Zeitherausforderung, so wie es ausschaut. Okay, dann versuchen wir diese Zeitherausforderung mal zu meistern. Geht's hier weiter? Ich glaube ja. Hier hoch, so wie es ausschaut. Dann hier weiter, schätze ich, oder? Okay. Dann hier hoch. Wahrscheinlich. Okay, jetzt wird es langsam eng. Dann hier hoch, okay. Ich hoffe, wir sind gleich da, aber jetzt wird es langsam eng. Von der Zeit her. Hier geht's weiter. Schneller. Okay, da sind wir. Ah, super. Super, wir haben es geschafft. Gibt ja die Eselsbrücke, wie man das sich gut merken kann. Wann, wie die Uhr umstellt. Ja, aber dann erzähl doch mal die Eselsbrücke. Erinnert an so manche Figur, die in Percy Jackson auftauchen. Im Frühling stelle ich die Gartenmöbel vor die Terrassentür und im Herbst stelle ich die wieder zurück. Ah ja. Weißt du, wie es ist, schon angepflaumt zu werden, ehe man überhaupt was getan hat? Ich habe immer noch Albträume. So. Was passiert, wenn wir da drauf steigen? Lass diesen Funken meines Hammerschlags deinen Weg erwärmen. Ah, hier wird dann wieder der Weg freigemacht für uns. Sehr gut. Guck mal, da unten ist dieser Vogel, bei dem wir angefangen haben. Wo sind wir denn gerade? Wir sind wahrscheinlich wieder auf der Vorderseite des Berges, oder? Ja, wir sind jetzt hier.
Okay, krass. Dann müssen wir hier weiter und dann gehen wir hier hoch und wir sind bald oben. Wir sind bald oben, Leute. Hier gibt es nochmal eine kleine Lyra. Da können wir dann gleich nochmal vorbeigehen. Bei dieser Truhe könnten wir vielleicht auch vorbeigehen. Ich will nur natürlich unbedingt vermeiden, dass wir irgendwie dabei nach unten gehen. Wo ist diese Truhe? Ich glaube, die ist zu weit unten. Ich glaube, das können wir uns nicht erlauben, da tatsächlich nach unten zu gehen. Weil dann sind wir wieder unten am Start und das will ja keiner. So, da oben waren wir. Ich schaue gerade, ob die Truhe irgendwo hier ist oder wo die ist. Die ist... ich sehe sie nicht. Das haben wir alle schon geholt. Die ist irgendwo da unten, glaube ich. Da war, glaube ich, die Herausforderung gerade vom Odysseus. Da unten ist die. Da unten ist die, okay. Ja, relativ weit weg. Lassen wir mal Truhe sein da hinten. Und gehen hier weiter. Aber der Merkspruch ist auf jeden Fall gut gesagt. Ja, das ist ein guter Merkspruch. Bloß ob er mir helfen, was helfen wird, weiß ich noch nicht, weil da muss ich mir den Merkspruch merken. Und wenn ich mir schon die Sache nicht merken kann, wie soll ich mir den Merkspruch merken? Wie soll man jetzt da hoch oder soll man geradeaus? Ja. Ich geh mal da hoch. Ich hasse sowas, wenn sich zum Weg gabelt. Und man sich dann entscheiden muss, wo man lang gehen soll. Da unten ist diese Sternbild-Herausforderung. Okay, da sind wir gerade. Und hier kämen wir dann darüber, aber das wäre derselbe Weg, wie wir da darüber gelaufen wären. Das macht also überhaupt keinen Unterschied. Ha! Tja. Ich laufe hier mal wieder zurück. Ich check nicht, warum man da noch den anderen Weg hat. Der führt, also irgendwie führt er nirgendwo hin. Oder kommen wir da auch hoch? Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht müssen wir da hoch. Meine Anmerkung bezog sich auf die mythologischen Figuren. Ja, genau. Das macht Sinn, weil Percy Jackson bezieht sich ja auch auf die griechische Mythologie. Und natürlich gibt es da oft ähnliche Figuren. Das ist ja, macht ja absolut Sinn. Ich finde Percy Jackson, ich habe mal einen Film gesehen. Ich habe kein Buch gelesen. Aber ich habe einen Film gesehen und ich fand das eigentlich schon ganz cool. Hat mir gut gefallen. Ein Bärchen. Autsch. Der Bär hat uns umgerannt. Auf Wiedersehen. So, was ist denn hier oben? Da war gerade was Rotes. Habt ihr es auch gesehen? Da war doch was Rotes. Wir gehen mal weiter hoch. Schauen, was uns da noch erwartet. Hier ist ein Pfeiler dieser Brücke. Die Bücher sind besser, machen Spaß und der Humor ist auch gut, finde ich. Okay. Ja, dann lese ich vielleicht mal eins. Mit welchem Buch sollte man denn anfangen, Spencer? Hast du da einen Vorschlag? Kennst du dich da ein bisschen aus? Warum liegen da bitte schön... Warum liegen da Kissen? Check ich nicht. Aber gut. So, jetzt sind wir hier gelandet. Okay, auf dieser Brücke. Und von hier aus kommen wir auf diesen Berg rüber. Das ist nicht der Gipfel. Der Gipfel ist nämlich auf der Seite. Aber wir kommen hier rüber. Und da unten ist was. Was ist da unten? Ah, wir hätten doch... Oh, nee. Schaut euch das an. Wir hätten doch zuerst in diese Seite da unten lang gehen sollen. Aber das können wir uns später noch holen. Das können wir uns später noch holen. Jetzt fliegen wir erstmal darüber. Hier ist offensichtlich auch nochmal ein Rätsel.
Butlers Strafe. Oh, 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 wow. Das ist ein sehr umfangreiches Rätsel und wahrscheinlich auch eine vorgeschriebene Herausforderung, so wie es ausschaut. Hier brauchen wir zum Beispiel schon mal ein Gewicht. Da haben wir doch eins. Hallo? Gib das mal ein bisschen drauf. So, dann haben wir hier noch ein zweites Gewicht. Ich will den großen. Wie ist das denn so unlogisch, dass ich den großen will? Ach so, wir haben. Ich sag das doch gleich. Es ist ja natürlich runtergefallen, oder? Ja, aber nur bis hierhin, Gott sei Dank. So. Ein bisschen schieben. Jetzt, oder? Ja. Wunderbar, dann haben wir zumindest den schon mal. Beginn mit dem ersten Band, Diebe im Olymp. Ja, Diebe im Olymp, glaube ich, diese Verfilmung habe ich auch geguckt. Achso, übrigens hat wohl ein Insider-Information, dass es angeblich einen zweiten Teil zu Immortals Fenyx Rising geben soll, hatte die GameStar die Tage berichtet. Okay, das hört sich gut an, ja. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel. Also ich mag ja auch jetzt, ich möchte gerne auch mit euch jetzt dann demnächst mal Zelda spielen. Ich habe hier eine Switch extra besorgt. Also jetzt nicht extra für den Stream, aber oh Gott. Ah, Hilfe. Wir müssen das erst aktivieren. Schnell zurück. Wir müssen da erstmal oben die Dinger da aktivieren. Zitat, offenbar ist Ubisoft zufrieden mit dem Erfolg von Immortals Fenyx Rising. Denn Tom Henderson verfügt über Informationen, nach denen ein Nachfolger zu dem Open-World-Rollenspiel in Entwicklung ist. Ah, cool. Dieses befindet sich aber aktuell erst in der Vorproduktion. Ein Release ist also noch in weiter Ferne, weshalb Henderson hier auch kein öffentliches Datum angibt. Ja, aber das wäre doch cool. Das wäre doch cool. Und ich weiß auch, wer sich da sehr freut. Sehr freut drüber. Ich glaube, Anime-Fan. Oder nee, warte mal. Ich weiß nicht, ob Anime-Fan. War Anime-Fan ein großer Fan von Immortals Fenyx Rising? Ich glaube, nee. Das war, glaube ich, jemand anderes. Aber ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm. Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm. Aber vielleicht wisst ihr, wen ich meine. So. Ich versuche mal hier zu einer Ding zu kommen. Da ist einer, sehr gut. Aha, hier brauchen wir auch irgendwas hier brauchen wir auch was Schweres. Da unten sind Steine. So, den ersten Stein haben wir. Und den zweiten den brauchen wir nicht. Wir brauchen den schweren. Ja, den hier. Den zweiten holen wir uns auch. Sehr schön. Ich glaube, das passt noch nicht ganz, oder? Jetzt. Ja, jetzt. Na, nee. Gut, dann hole ich mir doch noch mal so einen kleinen Stein. Als Lückenfüller. So, jetzt muss doch passen, oder? Immer noch nicht. Jetzt. Jetzt passt's. Frankie! Nee, ja, Frankie. Ja, Frankie, klar. Frankie ist ein Riesenfan. Aber den meinte ich gar nicht. Ich meinte jemand, der... Es war, glaube ich, ein Mädel. Ich müsste in der Follower-Liste nachgucken, denn sie ist Follower vom Kanal. Ich weiß aber leider den Namen nicht mehr. Frankie auf jeden Fall, ja klar. Frankie, eh klar. So, hier haben wir auch nochmal dieselbe Geschichte hier. Aber haben wir hier auch irgendwelche... Das ist jetzt nämlich das Problem. Wie kriegen wir jetzt hier diese Steine her, ne? Ich hole uns erstmal kurz das Ambrosium da hinten.
Wie kriegen wir jetzt hier die Steine? Müssen wir die tatsächlich von da unten hochholen? Das wäre ja richtig fies. Oder gibt es hier eine andere Möglichkeit? Gibt es hier vielleicht irgendwo Steine? Nein. Nein, du dachtest, es ist ein Mädchen. Ja, ja, genau. Nee. Anime, da dachte ich, das ist ein Mädchen. Aber ich kann sagen, dass es Anime ist, ja. Dann ist es auch ein Junge. Ich hatte mal eine Followerin, die war sehr begeisterte Jurassic World Evolution Fan. War sehr begeisterter Jurassic World Evolution Fan. Ah ja, genau, wir können das ja von hier holen. So ist es wahrscheinlich auch gedacht. Wir holen das von hier und bringen es dann da hoch. Das müssen wir doch schaffen eigentlich. Das schaffen wir doch. Genau, das schaffen wir. Super. Da muss man das in zwei Stufen machen. Ich verstehe. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie das Mädchen hieß. Das war öfters mal dabei, als wir Jurassic World Evolution gespielt haben. Und ich dachte, dass sie auch der Fan von Immortals Fenyx Rising ist. Aber es kann auch gut sein, dass es Anime-Fan war. Ich glaube, ihr habt recht. Ich weiß auch, dass derjenige gesagt hat, dass er es hasst, wenn man sagt, dass es ein Zelda-Klon ist. So, haben wir jetzt alle aktiviert? Ich glaube noch nicht, oder? Es waren, glaube ich, vier und wir haben erst drei aktiviert. Aber ich gehe trotzdem mal runter. Und dann schauen wir mal. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. War das hier? Nee. Oder hatten wir doch schon vier aktiviert? Nee, es waren nur drei. Okay. Mit Zelda und Clone war da was. Ja, ja. Das war Anime. Okay, das war Anime. Gut, dann war es Anime. Anime war auch schon länger nicht mehr hier, ne? Das letzte, was wir von ihm gehört haben, war, dass er auf eine Pilgerreise gehen muss. Dass er pilgern muss. Irgendwo in der Nähe von Nürnberg. Und dass ihm das überhaupt nicht... dass ihm das überhaupt nicht zusagt. Das war das letzte, was ich von Anime gehört habe. Tja. Der meldet sich schon mal wieder. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Also hier lang, oder? Ja, hier lang. Ich glaube, hier lang und dann darüber. Ja, das macht Sinn. Da muss irgendwo eine Lyra sein. Da muss irgendwo eine Lyra sein. Atlas Strafe. Ich schaue mal kurz auf die Karte. Hier ist Atlas Strafe Schnellreise auch. Da sind zwei Truhen. Wir haben gerade angegriffen. Ich gehe mal hier runter. Das ist Atlas, stimmt. Der Typ trägt so einen riesen Felsbrocken. Oh Gott. Die Erde bebt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich glaube, das ist einfach nur der andere Weg, den wir vorher auch hätten gehen können. Glauben die Olympia, eine jämmerliche Armee von Halbgöttern hält mich auf? Okay, schaut mir nach dem Kampf aus. Haben wir. Dann kommen wir mal zum zweiten. Die ist ganz schön wütend. Hat Ihnen jemand das letzte Stück Kuchen weggegessen? Kann das sein? So. War hier eine Truhe? Hier muss doch irgendwo eine Truhe gewesen sein, oder? Hier in 87 Metern Höhe. Das ist aber nicht der richtige Ort. Nee. Ich dachte, von da drüben hätten wir hier eine Truhe gesehen. War das nicht so, dass wir von da drüben dann eine Truhe gesehen haben?
Der Titan mit der Welt auf den Schultern. Ja, ja, genau. Den sehen wir hier auch. Da ist er. Also man sieht es jetzt nicht gut, ne? Hier. Da ist ein Titan mit der Welt auf den Schultern. Ziemlich ist bei Civilization 6 ja auch das Titelbild, ne? Ist ja auch ein, also eine Koloss, so eine kolossale Statue mit der Welt auf den Schultern. Irgendwo hier hatte ich doch eine Truhe gesehen. Er zeigt es mir auch an, in 120 Meter Entfernung. Hm. Komisch. Da drüben vielleicht? Nee. Nee, nee, nee. Ich schau mal kurz. Naja, hier oben ist tatsächlich die Truhe, okay. Da waren wir aber gerade, also da kommen wir ja gerade eigentlich her. Muss ich nochmal hoch? Bei Fuhre verstehe ich aber auch keinen Spaß, da wäre ich auch sauer. Ja. Ja, und Spencer war es nicht, okay. Ja. Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich hier nochmal hoch. Hier ist das Ding und hier müsste doch auch irgendwie diese Truhe sein. Was ist denn das für ein Ding? Wo ist jetzt diese Truhe? Ich schaue noch mal ganz kurz, ob ich die hier finde. Jetzt sehe ich natürlich alle möglichen Truhen gleichzeitig. Das ist super verwirrend. Hier, oder? Nee, 400 Meter. Und die Lyra ist es auch nicht. Hier, 57 Meter, das ist die doch. Das ist die doch. 55 Meter nach unten. Da unten. Da unten ist sie doch. Da unten ist doch die Truhe. Da haben wir sie doch jetzt. In dem Chatfenster bei dir im Stream werden nicht alle Nachrichten angezeigt. Ja, da werden nicht die tatsächlich von Stream Elements angezeigt. Die von Stream Elements werden noch nicht angezeigt. So, wo ist denn jetzt diese Lyra? Die ist auf der anderen Seite. Ah, okay, die ist auf der anderen Seite. So, müssen wir da jetzt wieder hochklettern oder wie funktioniert das dann? Ich glaube, wir werden mal hier lang gehen und dann wieder da hoch. Ah, schaut mal, was ich da hinten entdeckt habe. Guckt mal, was wir hier bei Atlans Füßen entdeckt haben. Ja. Frage ist nur, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Aber ich glaube, das geht ganz gut da hinten. Ja. So, hier sind wir wieder oben. Nee, nee, sogar von mir welche. Ich teste mal was. Ja, teste mal. Das ist aber merkwürdig, wenn da in dem Chatfenster was fehlt. Zwischen dem Aha und der Titan mit der Welt von Schultern von Spencer hatte ich eigentlich noch was geschrieben. Ach so, aber ich habe das auch nicht gelesen. Warte mal, zwischen Aha, dem Titan. Nee, das ist aber nicht. Da hast du vielleicht irgendwo einen Punkt reingemacht aus Versehen und dann wird es vielleicht als Link gewertet und wird dann rausgefiltert. Durch den Spam-Schutz. Durch den Mod. So, die Lyra ist hier in 60 Metern, aber nach unten. Da unten ist die offensichtlich. Ah, da müssen wir auch noch runter. Da müssen wir auch noch runter, okay. Da müssen wir noch runter, verstehe. So, dann gehen wir mal da runter und schnappen uns auch diese Lyra. Sehr
Da ist sie auch schon. Ich hoffe, wir kommen da wieder hoch, aber es müsste eigentlich möglich sein. Ja. So, eine zweite Lyra. Ich schreibe mir das natürlich auch nochmal auf. Hat er noch zu Anime geschrieben? Vielleicht hat er ja den Jakobsweg durchgezogen. Ja, kann natürlich sein. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Stehst du da dran, Phoenix? Bitte nochmal. 2, 2, 4, 2, 3. 2, 2, 4, 2, 3. Okay. 2, 2, 4, 2, 3. Ja. Gut, und jetzt hier wieder hoch. Eieiei. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. 2, 2, 4, 2, 3. Ja, genau. Ich habe es noch auf dem Zettel geschrieben, weil ich weiß nicht, ob wir das heute schaffen, zu der großen Lyra zu kommen. Vielleicht schaffen wir es auch erst nächste Woche Dienstag. Deswegen habe ich es lieber nochmal auf den Zettel geschrieben. Da vielleicht dies an den Emotes, war aber auch nicht. Dann wurde es vielleicht wirklich irgendwie als Link gewertet, ja. Entweder als Link oder als Spam oder weiß ja Geier was. Dann werden die Nachrichten tatsächlich gelöscht, ja. Dann werden die auch nicht angezeigt. Dann werden die, glaube ich, bei dir im Chat angezeigt, aber bei sonst keinem. Ja. Leider ist sowas nötig, ja. Weil ihr wisst ja, was es für Idioten auf der Welt gibt und wie die dann uns den Spaß hier verderben würden. Und das ist ja auch blöd. Ja. So. Da ist ein Tartarus und da unten ist ein Gegner. Und vielleicht gehen wir mal zuerst mal auf diesen Gegner los. Hallöchen, guten Tag, wie geht's Ihnen so? Ich wollte ja hier eine Umfrage starten. Wie gefällt Ihnen mein Hammer? Sagen Sie einfach nichts, sagen Sie einfach nur ja oder nein. Ach nein, okay. Ja, gefällt ihm nicht gut, mein Hammer. Aha, eine verpflichtende mystische Herausforderung haben wir hier mal wieder. Kann schon mal passieren, bei so viel Mist, den ich schreibe, dass es als Spam gilt, kann ich aber nicht verstehen. Ja, Spam ist auch, wenn man zum Beispiel zu viele Emotes schreibt. Ach, schaut mal, hier ist ein riesiger Tisch. Wenn man zu viele Emotes hintereinander schreibt oder sowas, kann das auch als Spam gewertet werden oder so. Aber es kann natürlich sein, dass Anime den Jakobsweg jetzt durchgezogen hat, ne? Warum nicht? Also ich sehe hier keine Herausforderung. Seht ihr hier eine Herausforderung? Irgendwie sehe ich keine. Da liegen so Ketten. Tja, vielleicht muss man erst dahinter. Da ist Zeus wieder. Wie viel Uhr haben wir denn inzwischen? Okay, 10 vor 10. Ja. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis wir da auf dem Gipfel des Berges sind. Es kann aber schon noch einige Zeit dauern, deswegen weiß ich nicht, ob wir das im heutigen Stream noch schaffen. Komplett bis da hoch. Hier ist die Fresko-Herausforderung. Die müssen wir jetzt wahrscheinlich gleich machen. Schätze ich. Ich weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Ich glaube eher nicht. Jetzt haben wir schon wieder beschossen. So, Luftpirat, Fliegefuchs, weg damit. Ah, hier ist wieder so eine Sternbild-Herausforderung. Also die machen wir noch. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob ich speichern kann. Ich glaube, ich kann gar nicht speichern, oder? Kann ich speichern? Nee, ich kann nicht speichern. Ich weiß auch nicht, wie ich das dann mache. Jetzt machen wir erstmal hier diese Herausforderung. Hier ist eine Kugel. Das würde ich hier irgendwo positionieren. Nö.
Vergiss nicht zu speichern. Ja, es geht ja nicht. Ach so, noch eine andere Frage. Die Lamania-Vorgeschichte gibt es nur als E-Book, oder? Ja, die Vorgeschichte gibt es tatsächlich nur als E-Book. Die hat ja, glaube ich, nur 60 Seiten oder sowas. Das würde sich nicht als Druck nicht lohnen. Wenn du übrigens willst, Xark, hätte ich eine Bitte an dich. Könntest du vielleicht ein Foto der Lamania-Reihe, also der beiden Bücher, du hast es ja als Printbuch bestellt, ne? Könntest du vielleicht ein Foto in den Discord reinstellen? Weil mich würde nämlich interessieren, wie das gedruckt ausschaut. Ich habe es tatsächlich gedruckt noch nicht gesehen. Boah, da müssen wir jetzt aber stapeln. Ne? Ich weiß nicht, wie die Qualität da ist, also von den Printbüchern. Auch, ich weiß auch nicht, wie das Cover auf einem Printbuch so wirkt. So, da haben wir. Das haben wir. Ich befürchte nur, dass diese drei kleinen Steine für den hier nicht reichen, oder? Schauen wir mal. Ja, das dachte ich mir schon. Wir müssen uns da dazustellen. Ja, kann ich gerne machen. Wenn es besonders nicht drin ist, erinnere mich nochmal. Okay, mache ich. Mit großer Leseprobe. Ja, genau. Die Leseprobe ist das halbe Ding wahrscheinlich. So. Da ist das Muster. Da kommt der nächste hin. Ich glaube, das sind nicht so viele, oder? Zwei fehlen noch. Da wird da oben noch einer sein. Oh. Was hat sich jetzt auch noch aktiviert? Ach, das ist da unten. Ah, ich verstehe. Okay. Ich verstehe, wir brauchen eine Kugel. Hallo? Können wir die da runterrollen lassen. Roll, mein kleines Kügelchen, roll! Das hier wurde aktiviert. Okay. Problem ist, jetzt haben wir eine Kugel verloren, ne? Das ist nicht gut. Zwar alle drei Kugeln jetzt da einsetzen wahrscheinlich. Schätze ich mal. Das war nicht gut. Da habe ich daneben geworfen. So, schaut besser aus. Sehr schön. Und die dritte Kugel. Ach, ist schon. Reicht schon? Ah, reicht schon. Sehr gut. Reicht schon. Reicht schon. Ups, halt, Papier. Hier müssen wir hin. Dann machen wir eine noch da oben hin und da fehlt uns nur noch eine Kugel. Und ich glaube, ich weiß schon, wo die ist. Da müssen wir da wahrscheinlich tauchen. Schätze ich mal hier. Hier lang. Genau, da ist sie auch, aber wie kriegen wir sie raus? Oh. Hier sollen wir angeblich. Können wir das hier hochheben? Nein. Warte mal, hier ist was. Hier ist was. Verstehe, das ist aber fies. Das ist fies, das hätte man vorwissen müssen. Wir schwimmen hier wieder hoch. Hier ist auch schon das Ding. Ah, verstehe. Hallo, schwimm hoch.
Schwimm hoch. Dann holen wir uns das raus. Und stellen es da oben. Stellen es da oben einfach mal ganz frech hin. Hab's ja noch nicht gelesen, liegen aber als nächstes an. Och, das freut mich aber, dass ich da so weit oben auf deiner Priorität bin. Bin gespannt, was du von den beiden Büchern hältst. Aber die anderen Bücher haben mir bisher gut gefallen. Beide Flatria und Tanfels. Hast du die normale Reihe schon gelesen? Ich glaube, die Vorgeschichte hat der Spencer Henry gelesen, ne? Hast du dir jetzt eigentlich dein Fire-Tablet schon bestellt, Spencer? Oder bist du da immer noch am Hadern, am Überlegen? Hallo? Gut, dann haben wir den ersten. Und den zweiten, den kriegen wir durch unseren Freund. Das Problem ist, ich hoffe, das ist jetzt offen hier. Das ist nicht offen. Wie kriegen wir das denn da raus? Können wir das irgendwie da nach oben werfen? Nein. Hier ist ein Ding. Okay, hier ist ein Ding. Können wir das aktivieren? Nee. Das bringt uns auch nichts. Müssen wir das tatsächlich jetzt durch das Wasser durch? Hier unten durch das Wasser? Geht das überhaupt? Die schwimmt auch noch, ne? Na, ich weiß es. Wir machen hier auf und schmeißen sie raus. Ja, das war natürlich mega gut. So. Jetzt, genau. Wir selber schwimmen raus. So machen wir das. Ja, Flatria, warte ich auf den dritten Teil. Zu Tommy Schau mit dem Fußtrippel. Ja, da kann ich. Das ist aber nicht. Das ist hauptsächlich nicht meine Schuld. Die Hauptschuld trifft den Verlag tatsächlich, eigentlich. Weil hätte der mir damals nicht die Reihe gekündigt. Aber die haben ja gesagt, sie wollen den dritten Teil nicht machen. Hätten die das nicht gemacht, wäre der dritte Teil schon längst draußen. Weil dann hätte ich ja einen Grund gehabt, den dritten Teil zu schreiben. Da mir der Verlag aber gekündigt hat, das war glaube ich 2019, haben die mir gekündigt. Die Zusammenarbeit, hat sich halt nicht gelohnt, weiterzuschreiben. Deswegen habe ich halt dann erstmal DSA-Bücher geschrieben, weil ich mir auch ausgerechnet habe, dass mit den DSA-Büchern natürlich, dass ich da mehr Leser erreiche. Das ist wirklich sehr schade, ja, finde ich auch. Sternbild der Gerechtigkeit. Es scheint über den Sterblichen als Zeichen deiner Macht über sie zu richten, oh Zeus. Da kommen Erinnerungen hoch. Weißt du noch, wie ich sie erschuf? Die Waage hast du erschaffen? Oder die Sternbilder? Erst gab es die Titanen. Du, ich und die anderen Götter besiegten sie. Das waren noch Zeiten, Zeus. Allerdings. Danach konnte ich Sterbliche machen. Zuerst wollte ich sie aus Gold herstellen. Sie waren perfekt und langweilig. Die mussten wieder weg. Dann probierte ich Silber. Aber die waren dumm, haben sich ständig wehgetan. Also nahm ich Bronze. Das war ein großer Fehler. Die haben immerzu nur Krieg geführt, bis keiner mehr übrig war. Dann kam das vierte Geschlecht. Die Helden. Die waren super. Voll mein Ding. Und woraus hattest du die gemacht? Das ist das Problem. Ich habe das Rezept verstanden. Sehr gut. Damit kommen wir zur Gegenwart. Zeitalter 5. Diesmal mit Eisen. Die besten von allen. Ich hoffe, dass du das denkst. Hättest du nicht den Göttern das Feuer geraubt und es diesen Sterblichen gegeben, wärst du nicht hier an den Felsen gekämpft. Du weißt, dass du das ändern könntest, ja? Das sind deine Ketten. Das Eisengeschlecht hat gleich Probleme gemacht und es wurde mit jeder Generation schlimmer. Ich überlege schon, das sechste Geschlecht aus Traubensaft zu machen. Und Olivenöl, das mag jeder. Was ist denn das Problem des Eisengeschlechts? Die Dekadenz, der Egoismus. Sie waschen sich die Hände nicht. Sie streben nach Vergnügen oder Macht, brechen Gesetze oder machen selbst welche. Sie sind zu extrem und zu chaotisch. Klingt irgendwie nach dir. Olivenöl, ja. Das wär's.
ein Menschengeschlecht aus Olivenöl. So, haben wir jetzt gespeichert. Ich glaube, jetzt wurde gespeichert, ja. Ein Ort des Chaos und des Leids. Das ist immer noch so. Ich habe nichts erreicht. Ja, wie schaut's bei euch aus? Sollen wir noch weitermachen? Wir könnten noch weitermachen jetzt, hier nach oben. Oder wir könnten für heute Schluss machen. Wie fit seid ihr noch? Also gespeichert wurde gerade. Deswegen könnten wir hier tatsächlich eine... Ah, wir können sogar hier aktiv speichern, wenn wir wollen. Sehr gut. Deswegen könnten wir jetzt hier einen Break machen und am Dienstag weiterspielen. Je nachdem, wie ihr Lust habt. Ich überlasse das mal euch. Also so eine Viertelstunde, 20 Minuten würde ich schon noch weiterspielen. Die Frage ist halt, kommen wir so schnell wieder an einen Speicherpunkt? Wir müssen halt dann so lange weiterspielen, bis wir dann zum nächsten Speicherpunkt kommen. Hilft da nichts. Ich gehe, während ihr überlegt, gehe ich mal darüber zu diesem Tisch nochmal. Weil ich doch schauen möchte, ob da noch was ist. Kann da nicht dieser Tisch da hinten stehen und da ist da gar nichts, oder? Schon merkwürdig. Aber hier ist irgendwie tatsächlich nichts. Hier ist ein Kessel der Kirke, oder? Oder was ist da hinten? Da ist irgendwas Geheimnisvolles. Komme ich da wieder hoch? Wenn ich da jetzt runtergehe. Ah, das ist eine Nachttruhe. Aber ich glaube, ich komme da wieder hoch. Ja, die können wir uns holen. Die können wir uns holen. Eine Nachttruhe. Auch mal wieder eine schöne Abwechslung. Lust hätte ich schon noch, aber ich musste auch an meinem Kurs weitermachen. An welchem Kurs denn, Spencer? Musst du, bearbeitest du gerade oder bereitest du gerade Unterricht vor? Oh, wow, wow. Au, wow, wow, wow. Ein fliegender Cerberus. So, den haben wir schon fast. Oh, der hat uns jetzt aber fies getroffen. Der hat uns jetzt fies getroffen, der Vogel hier. Sehr gut, wir haben ihn aber auch fies getroffen. So, damit haben wir ihn und die Nachtruhe ist unsere. Denke ich, ist ein guter Punkt zu speichern. Ja, denke ich auch. Innere Sicherheit. Oder IT-Sicherheit. IT-Sicherheit soll das heißen, ne? Cool. Und machst du das so privat oder machst du das für die Uni oder für eine Schule? Ach, du hast es auch vorgeschrieben, was ich als Nachhilfe mache, ne? Im Moment mache ich Nachhilfe für Biochemie. Biochemie 2 ist nächste Woche Dienstag die Klausur. So, da gehe ich natürlich nicht runter, weil dann sind wir viel zu weit weg. Gut, also die Truhe haben wir uns geholt. Dann gehe ich wieder zurück zum Speicherpunkt, speichere nochmal und dann beenden wir den Stream für heute. Für mich, also du machst es für dich, okay. Das ist immer schön, da ist man am motiviertesten, finde ich, wenn man etwas für sich selber macht. Da hat man nicht so das Gefühl, ich muss das machen und ich habe gar keinen Bock und so, sondern man macht es ja gerne. Ach, jetzt ist irgendwie Nacht, das finde ich blöd, aber lass uns mal. Ich glaube, wenn wir speichern und dann wieder laden, ist es sowieso Tag. Gut, ich werde dann nochmal ganz kurz einen Blick auf die Karte... Ach nee, ich drücke immer die falsche Taste, weil ich immer im Elden Ring-Modus bin. Bei Elden Ring rennt man auf Kreis. Und bei Immortals Phoenix Rising rennt man auf Viereck. Bei Windows ist das nicht verkehrt. Oh ja, das stimmt. Sehr lobenswert, stimmt. Sehr lobenswert auf jeden Fall. So, kurzer Blick auf die Karte noch. Bevor wir speichern und beenden. Also wir sind jetzt hier. Wir haben einige Sachen natürlich noch nicht geholt. Diese ganzen Truhen da. Da gibt es noch einiges, was man holen kann. Das sind aber Sachen, das machen wir dann, wenn wir diese Endherausforderung hier in der Mitte des Berges erledigt haben. Hier ist auch ein Tartarus, den wir nicht geschnappt haben. Hier ist noch ein Tartarus, an dem wir irgendwie vorbeigelaufen sind. Die beiden Lyras haben wir zumindest die Dinger uns aufgeschrieben. Das ist gut. Diese Truhen hier haben wir irgendwie auch nicht geholt. Ich weiß nicht. Entweder habe ich die übersehen oder man kann sich die erst später holen. Ich weiß es nicht. Wir werden uns das alles noch holen. Wir werden uns das alles holen. Kein Problem. Wenn wir da oben auf dem Berg sind, auf dem Gipfel, dann können wir ja nochmal gucken, ob es hier irgendwelche Sachen gibt, die wir noch nicht aktiviert haben. Und dann können wir das Stück für Stück abklappern. Ist ja kein Problem. So, dann speichere ich nochmal.
Ja. Gut. Und dann schauen wir mal, haben wir noch mal einen schönen Blick hier vielleicht auf die Zeus-Statue zum Beenden. Ja, wunderbar. Strafender Zeus. Super, dann gehe ich mal. Kannst die Steuerung umstellen? Na, das bringt nichts. Das verwirrt mich beim nächsten Mal dann noch viel mehr. Dann gehe ich mal in den Quatschmodus. So, und jetzt muss ich aber hier eine lange Dankeliste abgeben. Also erstmal vielen, vielen Dank bei allen fürs Zuschauen. Ja, das ist schon mal ganz wichtig. Dann bedanke ich mich bei Spencer's Henry und bei Xark für die sehr rege Beteiligung am Chat. Vielen Dank dafür. Ein großer Dank geht an Rollmopsel und an Lord of Luck für den Follow. Und dann an Xark, an NKJ, an Rollmopsel und Lord of Luck für den Sub, für das Abo, das ihr da gelassen habt. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Wir brauchen übrigens nur noch ein Abo, um neue Emotes freizuschalten. Ja? Da gibt es ja immer noch so Challenges, sage ich jetzt mal, so Twitch-interne Challenges, um sich weitere Emotes freizuschalten. Da wünsche ich euch ein schönes Wochenende und vielleicht bis Sonntag. Weiß noch nicht, ob ich es schaffe. War wieder kurzweiliger Abend. Gute Nacht, ein tolles Wochenende. Ja, ich wünsche euch auch ein zauberhaftes Wochenende. Ganz viel Spaß. Wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Am Sonntag um 14 Uhr spielen wir Magic the Gathering Arena. Und wird bestimmt nett. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut und wir uns dann dort sehen. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch und gute Zeit. Valete des Cipoli, sagt euch euer Professor Fantasy. Macht es gut, bis dann und tschüss.